Und Moritz ist damit wieder, Moritz ist wieder dabei. Und damit herzlich willkommen zur 18. und finalen Episode diesen Jahres. Willkommen zum MTB News Podcast Pokal oder Spital mit Markus, Moritz und meiner Wenigkeit Hannes. Und heute ist der 11. Dezember 2018 und bevor wir mit unserer letzten Folge starten, kommt hier der Jingle. Gekaufte Redakteure, unerfahrene Tester und jetzt sprechen sie auch noch. Der MTB News Podcast mit Markus, Hannes und Moritz. Ach, ist das schön. Und damit einen wunderbaren zweiten Advent mit unserem Spezialjingle dieses Mal, nachträglich zweiten Advent. Wir haben heute Dienstag und es ist schon sehr weihnachtliches Wetter draußen. Es ist nämlich schlechtes Wetter. Und, alles schön weiß, zugeschneit. Alles, genau, wie immer. Schlittenfahren. Ja. Ja. Und ich begrüße, wo begrüße ich dich, Moritz? Du bist nämlich nicht da, wo du sonst wohnst. Herzlich willkommen oder ein wunderschönes Hallo aus Obermörlen. Da bin ich jetzt gerade. In meinem Heimatort. Ober was? Obermörlen. Was verschlägt dich dahin, Moritz? Es ist nämlich eigentlich kein guter Grund, ehrlich gesagt. Nee, meine Eltern verschlagen mich dahin. Ich bin gerade in meinem Elternhaus, weil ich morgen mich vor Weihnachten nochmal operieren lasse, hier bei mir in der Heimat. Und deswegen hänge ich jetzt hier bei meinen lieben Eltern ab und podcaste aus unserer Küche. Das ist bei Butzbach, oder? Ja, genau. Bisschen neben südlich Gräfen von Butzbach. Wiesbach. Ja, du nennst gerade zwei Orte, die hier nicht so relevant sind, aber ja, geografisch gesehen ist es in der Nähe. Die klangen alle nur sehr lustig irgendwie. Ja. Ja, schön. In Butzbach verläuft die Grenze zwischen Aldi Nord und Aldi Süd. Ist das geil. Ach. Ihr beiden kennt ja nur Aldi Nord, beziehungsweise Aldi Ost. Nein. Tut mir sehr leid für euch, weil... Aldi Süd ist besser leider, ja. Ja, Aldi Süd ist deutlich besser. Das nächste Mal, wenn ihr Fahrrad kauft, kauft es bei Aldi Süd. Ja, aus dem Bergischen Land kenne ich noch das gute Aldi Süd und da, wo unsere Hauptchefredaktion ist. Was war das? Oh, jetzt reinigt sich hier der Kaffeevollautomat. Ich wollte gerade sagen, Kompressor oder eine Kaffeemaschine? Eins von beiden. Ja. Oh, Kaffeespülung. Ja, Gerät spült. Balken ist so bei 20%. Ja, aber es ist immer was Neues. Hat man noch nicht das Geräusch. Ja. Dauert auch nur noch kurz. Ist in Kürze vorbei. Das ist übrigens der Grund, warum man keine Vollautomaten besitzt. Ja, ich kann es auch gar nicht nachvollziehen, aber ja. Oh, Markus, apropos Kaffee, wir können ja, solange das noch reinigt, können wir passend zum Thema sagen, was stellst du denn demnächst auf MTB News vor? Das weiß ich noch nicht mit Sicherheit, aber ich habe gehört, einen Griff für einen Siebträger, passend für alle Mountainbike-Freunde in Form eines Ergon GA1 oder GA2-Griffs. Hm. Oh, da bin ich sehr gespannt. Werbung der Markennennung, genau. Werbung der Markennennung, da hat jemand eine Idee gehabt und hat was gebaut, hat ein Stück Rohr wahrscheinlich genommen, Gewinde draufgedreht auf der einen Seite, kann man als Siebträgergriff benutzen und das hat einen Außendurchmesser von, ich denke mal, 22,2 mm und da passt dann eben ganz genau ein Mountainbike-Griff drauf. Bin ich gespannt, bekomme ich zugeschickt und werde mal gucken, ob das taugt. Espressogrips.de machen wir direkt mal Werbung für. Genau. Wir kriegen kein Geld dafür, aber es ist einfach ein sehr Stylo-Produkt. Das ist einfach so, glaube ich, auch ein ziemlich cooles Weihnachtsgeschenk für Mountainbikerinnen. Genau. Scheiße, wir müssen Affiliate-Link noch irgendwo einbauen. Ja. Dann können die Leute es direkt bestellen aus dem Podcast. Ja, genau. Also der Kaffee-Vollautomat, der klingt auch so, als wäre fast fertig. Der ist durchgespült. Ja, sollte dringend mal entkalkt werden. Falls meine Eltern diesen Podcast hören, entkalkt euren Kaffee-Vollautomat. Wo darf ich euch denn heute begrüßen? Aus dem wunderschönen Lemgo bei 6 Grad oder so und etwas aufgelockertem, heiteren Himmel mit ein bisschen Sonne. Ist nicht wahr, Sonne?
Ja, das ist ja sonst die ist die Sonne ja immer hier bei mir gewesen in diesem Jahr. Mhm. Aber wir haben jetzt auch seit knapp einer Woche ist hier wirklich grau und Regen und Wind, vor allen Dingen richtig viel Wind. Ziemlich unangenehm. Macht nicht so richtig Spaß rauszugehen. Perfektes Schöne an Berlin ist ja, dass dieses graue Wetter von November bis März oder April bleibt. Ja, das Schlimme, genau, es fing jetzt gerade erst an damit und das hört jetzt für die nächsten 3-4 Monate nicht mehr auf und das ist das, was mich am meisten nervt. Mhm. Ja. Aber ja, andererseits. Schön, dass wir wieder podcasten. Ja, du, ja, genau, schön, dass du wieder dabei bist. Auf jeden Fall. Zwar letztens eine schöne Vertretung für dich, aber das Original ist dann doch immer noch was ganz Besonderes. Es fühlt sich nicht ganz richtig an. Das Original ist noch schöner. Genau. Ja, das ist noch schöner, ja. Fühlt sich nicht so schmutzig. Kommen vom einen Getränk zum anderen Getränk. Wir bechern heute ordentlich, weil letzte Folge und so. Und bei mir bleibt es aber tatsächlich warm, denn ich habe als Biersorte ein Detmolder Glühbier oder Detmolder Glühkirsch, wie es heißt. Klingt so geil. Ich habe es vorhin im Kochtopf warm gemacht. Natürlich nicht, also nur leicht erhitzt. Mhm. Es ist immer noch schön warm. Es ist, Das klingt so schlecht. Detmolder Kellerbier und Kirschsaft irgendwie. Es ist tatsächlich, es schmeckt und riecht definitiv besser, als es klingt. Und wer hier in der Gegend sein sollte, hier Ostwestfalen, rund um Detmold, der sollte sich das mal runtergießen. Also es ist ein spannendes Bier, habe ich schon öfter getrunken, aber ich werde natürlich trotzdem berichten, wie es schmeckt. Was gibt es denn bei euch? Also ich habe schon vorgetrunken. Ich habe jetzt hier keinen Alkohol aus den Gründen, die ich in den letzten Folgen immer auch schon angebracht habe. Aber ich habe gestern ein Bier vorgetrunken und zwar ein Hip-Hop-Doppelbock von der Einsiedler-Brauerei aus Chemnitz. Das war sehr ungewöhnlich und doch ein sehr gutes Bier. Hat mir echt toll gefallen. Ja, Moritz? Ich musste auf das zurückgreifen, was es hier so im Haus gibt. Deswegen trinke ich ein Bier, was wir mit Sicherheit schon mal in diesem Podcast vorgestellt haben, und zwar der Klassiker unter den Bierklassikern der Biernation Deutschland, und zwar ein Augustiner Lagerbier Hell. So, das ist gut, das Bier. Ein helles Augustiner schon mal? Bestimmt. Wir müssen mal in unsere Bierdatenbanken nachschauen. Kriegen wir raus. Die werden wir natürlich auch in den Shownotes komplett darstellen vom ganzen Jahr. Wir haben auch überlegt, ob wir vielleicht noch ein Ranking machen. Müssen wir gucken, ob wir sollten dafür einen Testsieger küren. Wir können tatsächlich natürlich aus den, wie war das Bier? Beziehungsweise zweitplatzierter, weil Testsieger wird Canyon. Ja. Aber danach dann das beste Bier. Du hattest übrigens in der zweiten Episode einen Augustiner Edelstoff, Moritz. Wenn du dich erinnerst. Ja, das mag ich eigentlich nicht so gerne. Und die Folge hieß sogar noch Augustiner verleiht Flügel. Stimmt. Mhm. Auf jeden Fall, genau. Testiger wird auf jeden Fall Canyon. Und dahinter müssen sich die Leute prügeln. Ja, Bier im Direktvertrieb. Der beste Biershop wird natürlich biercomponents.de. wir könnten jetzt noch lange weitermachen mit diesen lustigen Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis. Beer Pain. Nachhaltigste Biersorte. Oh, die nachhaltigste Biersorte. Brau D. Würde ich sagen, ja. Oder Faxe, da hast du auch am nächsten Tag was davon. Stimmt, ja. Ja, gut. Aber das ist eigentlich schon eine wunderbare, wenngleich ungewollte Überleitung. Denn erstens reden wir heute über den MTB News User Award, über den immer an Hannes gleich was erzählen wird. Und zweitens wollen wir heute zurückblicken auf dieses tolle Jahr, das hinter uns liegt. Ich meine, jetzt kleiner Ausblick auf den Rückblick. Was steht sonst noch heute auf dem Programm? Wir hatten es letztes Mal schon angekündigt. Wir hatten einen Down-Country-Test veröffentlicht und Moritz war einer der federführenden Schreiber und Tester und wird uns dazu ein bisschen was erzählen. Was ist ein Down-Country-Bike und worauf kam es an und worum geht es überhaupt? Dann haben wir noch einen Hausbesuch. Unsere Kollegen Tobi und Stephanus waren bei Intent und das ist eine kleine Firma, die tatsächlich
eigentlich nur aus zwei Zimmern einer Freiburger Altbau-WG besteht und dass man aus diesen Zimmern tatsächlich gute Produkte herausproduzieren kann und planen und designen kann, beweist uns der Hausbesuch und da sprechen wir kurz drüber. Genau, dann die schon angesprochenen User Awards, wo das beste Rad und alles Mögliche, die besten Produkte und so weiter gekürt werden von euch Lesern. Und dann haben wir unsere, ja im Prinzip unsere oder eure gute Tat zum Jahresende, das Adventsgewinnspiel für World Bicycle Relief. Das ist eine Aktion, zu der man spenden kann. Das World Bicycle Relief kümmert sich um die sogenannten Buffalo Bikes. Das sind Bikes, die nicht in Afrika produziert, aber in Afrika aufgebaut werden und dort für einen günstigen Preis verkauft werden. Und damit können sich viele Leute, die sonst nicht die Möglichkeit hätten, ein Business aufbauen oder zur Schule fahren oder. Und das Ding ist super erfolgreich. Das machen wir jetzt schon das dritte Jahr in Folge, glaube ich. Und wir haben wahnsinnig viele, beziehungsweise müssen wir auch definitiv mal einen Shoutout an unsere liebe Kollegin Sissy machen. Sissy hat sich wieder extrem gekümmert bei den Herstellern und hat wahnsinnig viele supergeile Gewinne an Land gezogen. Vielen Dank an dieser Stelle an Sissy und vor allem auch an die Hersteller, die bereitwillig dafür gegeben haben. Und diese ganzen Sachen könnt ihr gewinnen. Die ganzen Infos findet ihr auf mtbnews.de und wir verlinken es natürlich auch in den Shownotes. Genau, da gibt es also von Rahmen über Kompletträder, Gabeln, was weiß ich. Also jeden Tag gibt es tatsächlich einen riesengroßen Gewinn. Unglaublich, was wir da wieder rausschmeißen. Und genau, mit, ich glaube, 10 Euro seid ihr dabei. Ihr könnt immer pro Woche mitmachen. Pro Gewinnspielwoche seid ihr dann im Topf und könnt dementsprechend jede Woche neu mitmachen. Und die ersten Gewinner aus der ersten Woche, die wurden auch gezogen und heute veröffentlicht. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Selbst wenn ihr nichts gewinnt, habt ihr für eine wirklich gute Sache gespendet. Ja, Markus, was haben wir noch? Feedback haben wir noch. Das hatten wir nämlich ganz vergessen. Das wollten wir bestimmt vor den eigentlichen Themen machen. Und damit grätsche ich jetzt hier volle Kanne mal rein. Gerne. Und diesmal tatsächlich ausnahmslos gute Sachen, beziehungsweise es ist eigentlich nur eine Sache. Aber wir haben es endlich geschafft, dass unser kleiner, netter Podcast bei Spotify gelistet ist. Das haben sich... Ja, das haben so, sich so 30 viele Leser mit Leute Hörsturz gewünscht. Im Krankenhaus. Und, ja, selbst schuld. Ja, es war ein langer Weg und irgendwie Spotify hat nie reagiert auf unsere Anfragen, egal auf welchem Weg wir die gestellt haben. Und es begab sich, dass Spotify jetzt vor einer Weile ihr Podcast-Hosting oder ihre Podcast-Integration, wie immer sie das dann nennen, in so einer Public-Beta-Version veröffentlicht haben. Und ich habe irgendwie zufällig einen Tag, nachdem die das angeboten haben, habe ich das entdeckt und habe uns einfach mal angemeldet. Und dann hat es tatsächlich, keine Ahnung, anderthalb Stunden gedauert oder so. Und wir waren dort gelistet und ja, seitdem kann man uns bei Spotify hören. Wir verlinken ab sofort in jeder Episode auch den Spotify-Link, womit man die Episode direkt öffnen kann. Und auf unserer Übersichtsseite, wo ihr alle Podcast-Episoden findet bei MTB News, da gibt es auch den Spotify-Link, der euch direkt zu unserer Podcast-Präsenz eben in der Spotify-App weiterleitet. Genau. Ihr könnt ja mal irgendwie erzählen, ob das gut funktioniert. Ich selbst bin kein Spotify-Nutzer oder Kunde. Wäre vielleicht ganz nett, mal Feedback zu hören von euch Hörerinnen und Hörern, wie das funktioniert, ob das so okay ist. Ob's da wie kann man denn im Jahr 2018 kein Spotify-Nutzer sein? Du, ich habe eine sehr gut gepflegte iTunes-Library und dann gibt es ja auch noch so Sachen wie Soundcloud und man muss nicht unbedingt Spotify haben. Okay. Also vollkommen unverständlich. Schweigen. Ja. Also ich kann sagen, es funktioniert tatsächlich sehr fluffig, so wie jeder Podcast auf Spotify halt auch sonst so funktioniert. Das Einzige, was mir und da direkt mal an dieser Stelle Feedback, was mir noch auffällt, wir brauchen ein paar mehr Informationen, nicht zuletzt zur Beschreibung auf Spotify. Da müssten wir noch so ein paar Infos zum Podcast generell machen. Das ist relativ
Ja. Dünn noch. Du bist Profi-Redakteur. Wie wär's denn mal mit ein paar Zeilen? Ja, ich werd dir einen Text hinhacken und dann kannst du es einbauen. Na dann. Genau, und was ganz wichtig ist natürlich, folgen auf jeden Fall. Einfach den Podcast auf der Hauptseite von dem Podcast einfach auf Folgen klicken und dann verpasst ihr keine Folge und habt die direkt in eurer Podcast-Sammlung mit drin. Siehst du, das hätte ich zum Beispiel nicht sagen können, weil mir das Konzept überhaupt nicht klar ist. Gut, dass du ja, deswegen das schon mal ausgetestet hast. Also sehr bei schön. Spotify für einen Preis von 9,99 € im Monat kannst du jegliche Musik streamen, die du möchtest. Auch Podcasts kannst du dir auch offline speichern. Ist ein tolles Programm. Mit Markus 20 kriegt ihr 20%. Ja, ich kann dir dieses Konzept nur empfehlen. Okay. Gut, aber wir sind ja nicht bei Spotify, sondern bei Pokal oder Spital. Und wir haben heute ein pickepackevolles Programm, deswegen müssen wir jetzt mal loslegen, oder? Weil wir wollen nämlich nach den ganzen Themen, die wir eben angesprochen haben, auch noch einen großen Jahresrückblick machen. Und wenn wir so weitermachen, haben wir am Ende nur noch 5 Minuten Zeit für den Jahresrückblick. Genau. Und 2018 ist definitiv zu viel passiert, als dass wir das einfach in 5 Minuten abfrühstücken können. Und außerdem gibt es ja das Limit, ne? Eine Stunde 38, 69 Megabyte, also reingehauen. Ja, 69 MB. Genau. Mit was fangen wir an? So, ich würde sagen, lieber Moritz, du fängst mal mit dem Down-Country-Test an, denn das ist das Einzige, was noch richtig fehlt aus der letzten Folge. Ja, Down-Country-Test ist jetzt schon eine Weile her. Wahrscheinlich werden sich jetzt alle fragen, was geht denn mit dem Hannes ab? Wir fragen uns das auch immer wieder. Ja. Nein, Markus dürfte sich's fragen. Moritz fragt sich das natürlich nicht, weil Moritz mag das natürlich auch sehr gerne. Es ist Ich bin noch voll auf dem Laufenden. Aber darf man sich nicht als Mountainbiker sagen, dass man Fußball oder zugehörige Podcasts gut findet. Deswegen lassen wir das jetzt. Das verlinken wir natürlich in den Shownotes, um was es hier aber geht. Aber doch schon verlinkt, Mensch, Hannes. Ja, aber trotzdem eine wunderbare Reminiszenz an unseren allseits beliebten Lieblingspodcast. Fußball MML. Und daher mit Rainer Down Country Test. Ja, gut, Down Country Vergleichstest. Ich sehe gerade in der URL. Bitte! Ein Monat ist es her, dass wir einen großen Down Country Vergleichstest haben. Down Country, was ist das? Down Country ist eine andere Bezeichnung für Fun Country, was wiederum eine andere Bezeichnung für Krass Country ist. Und wenn wir mal von den ganzen Bezeichnungen weggehen und vielleicht eher an Schubladen denken, dann sind, wir haben es jetzt einfach mal Down-Country-Bikes genannt, weil wir den Rädern irgendwelche Namen geben müssen, wenn wir diese in einem Vergleichstest zusammenfassen. Es sind im Prinzip Cross-Country-Bikes, deren Fokus relativ stark auf der Abfahrt liegt, die aber weniger Federweg als ein Trailbike haben. Also wir reden hier von Fahrrädern mit so, ich glaube alle 3 Räder in unserem Test hatten 100 mm Federweg am Heck. Aber trotzdem eine Geometrie, die ja recht stark abfahrtorientiert Vollgas ist und mit denen man auch steilere Trails runterkommt, als man eigentlich denkt, schneller fahren kann, als man eigentlich denkt und die vor allem eine ganze Menge Spaß machen. Die werden wahrscheinlich auf der Cross-Country-Weltcup-Strecke nicht die allerschnellsten Räder sein. Andererseits hat man da sowieso keine Chance gegen Nino Schurter und deswegen war es ein sehr, sehr spannender Test. Wir haben da verglichen miteinander das Intense Sniper XC, das Santa Cruz Blur und das Yeti SB100. Sind nicht nur 3 Räder, die sich von der Geometrie recht ähnlich sind, sondern auch 3 Räder, die ein Preisschild haben, wo man lieber einfach mal wegschaut. Alle 3 Räder kommen aus den USA, sind extrem edel ausgestattet, haben alle 3 wahnsinnig viel Spaß gemacht. Also ich habe offen gesagt nichts mit Cross-Country zu tun, aber hat trotzdem eine Menge Laune gemacht. Waren einfach coole Erlebnisse. Ihr könnt den Test nachlesen. Es ist in den Shownotes mit Sicherheit, wird es verlinkt gewesen sein worden. und ich fand es eigentlich auch ganz spannend, weil wir Ganz kurz, ist sie sogar, Theresia Schwenk ist doch quasi Down Country gefahren für uns in Albstadt beispielsweise, oder? Die ist doch das Blur gefahren, meine ich. Lustigerweise, Theresia, unsere Bloggerin, ist auf ihrem Santa Cruz Blur beim Cross-Country-Weltcup in Albstadt mitgefahren. Mhm. Und eigentlich würde man
auf der Strecke sagen, ja, da nimmt man ein klassisches Cross-Country-Race-Fully, wo es um jedes Gramm Gewichtsersparnis geht. Und bei dem Rennen war es aber dann relativ matschig und viele Fahrer und Fahrerinnen sind mit der Strecke im Matsch nicht so wirklich klargekommen. Im Gegensatz zu unserer Bloggerin Theresia, die auf ihrem Santa Cruz Blur dann einfach mal das Feld von hinten aufgerollt hat und zwar bergauf ja, ein bisschen federn lassen musste, aber dafür in der Abfahrt umso mehr rausgeholt hat. Also die Räder haben durchaus auch auf der Rennstrecke ihre Daseinsberechtigung. Ja, ich glaube, es sind sonst tatsächlich super wenige Damen nur diesen einen super schmierigen Drop da runtergefahren. Und Theresia war halt eine der Damen, die es gemacht haben, weil sie einfach die Variostütze zack runtergefahren hat. Sie hatte etwas breitere Reifen, glaube ich, auch drauf. Und ist das Ding halt einfach runtergezogen. Man muss dazu sagen, sie ist mit dem gleichen Rad auch unter anderem bei den Trail Trophies an den Start gegangen. Also es ist tatsächlich ein ganz guter Mix. Es ist wahrscheinlich nirgendwo genau das schnellste Rad, aber tatsächlich in der Gesamtheit oder wenn man nur ein Rad hat, wahrscheinlich gar nicht so verkehrt gewesen. Ja, und ich meine, sie ist auch mit diesem Rad in der EWS in die Top 20 gefahren. Ja. Gut, also du hast es eigentlich eben schon ganz gut zusammengefasst. Was unterscheidet ein Downcountry-Rad von einem Cross-Country-Rad? Wahrscheinlich ist es am ehesten der breite Lenker, die etwas breiteren Reifen, die abfahrtsorientierte Geometrie und die Dropper-Sattelstütze. Das sind jetzt keine Sachen, die komplett neu im Cross-Country-Bereich sind. Die setzen sich da immer stärker durch. Aber die Räder, die wir getestet haben, vor allem das Yeti und das Intense, haben es noch ein bisschen radikaler umgesetzt, als das jetzt ein Cross-Country-Race-Fully vielleicht machen würde. Ja, wie gesagt, insgesamt drei sehr, sehr spannende Räder. Haben eine Menge Spaß gemacht. Vor allem für Leute, die aus dem Enduro-Bereich kommen oder aus dem Downhill-Bereich kommen, ist das Yeti SB100 wahrscheinlich eine extrem spaßige Erfahrung, weil das Rad bergauf wie eine Rakete klettert und ja, bergab jetzt auch richtig viel Laune gemacht hat und auch in grobem Gelände gut klargekommen ist. Das Santa Cruz war wahrscheinlich so das Cross-Country-lastigste Rad. Ging bergauf am besten und hat es aber auch in der Abfahrt ziemlich drauf gehabt. Also die Geometrie hat gut funktioniert und vor allem der Hinterbau war überragend. Und das Intense ist auch ein sehr spannender Ansatz gewesen. Also würde ich euch empfehlen, einfach mal in den Test reinzuschauen. Es sind drei Räder mit unterschiedlichem Charakter, einer etwas neuartigen Kategorie, die fernab jeglicher ja, Etiketten oder Bezeichnungen ihre Daseinsberechtigung hat und einfach sehr spannend ist, weil es auch so ein bisschen zeigt, wo sich der Cross-Country-Bereich hinbewegt. Ja, auf jeden Fall super spannende Räder. Ist ja auch im World Cup zu sehen, dass gerade so auch die vollgefederten Räder auf dem Vormarsch sind, dass es Dropper-Posts mittlerweile gibt, haben einige Leute schon und denke ich auch, dass da ein bisschen die Kategorien ja nicht verwischen, aber zumindest aufgeweitet werden in die Richtung mehr Federweg ja. Und geländetauglicher, abfahrtstauglicher. Weil die Strecken werden auch immer anspruchsvoller. Ja, interessanterweise, die Strecken werden anspruchsvoller, die Rennen werden kürzer. Das heißt, es entscheidet sich auch mehr in der Abfahrt oder es kommt ein bisschen mehr drauf an, wie viel Risiko man geht, weil die Ausdauerkomponente nicht mehr ganz so extrem relevant ist. Und interessanterweise war dieses Jahr auch das erste Jahr, wo die Einschaltzahlen bei Red Bull TV für den Cross-Country-Bereich höher waren als für den Downhill-Bereich. Also die sind da relativ rasant gewachsen. Krass. Das wusste ich nicht. Was auch daran liegt, dass es jetzt Es liegt auch daran, dass es jetzt neben dem klassischen Cross-Country-Rennen auch noch das Short-Race oder Short-Track, je nachdem, wie man es bezeichnet, zusätzlich als Übertragung gibt. Aber insgesamt wird Cross-Country auch auf Red Bull jetzt stärker wahrgenommen. Und das, finde ich, ist eine sehr, sehr spannende Entwicklung. Also die Leute können sich stärker damit identifizieren. Es ist insgesamt ja, sehenswerter, massenkompatibler, spektakulärer geworden. Ich finde es auch voll spannend anzuschauen, wirklich. Also ist geil geworden. Gerade weil man eben
es ist nicht mehr so, dass nach der ersten Runde das ganze Feld irgendwie komplett auseinandergezogen ist, sondern man hat sehr viele Fights, also ich kann es nicht genau mit früher vergleichen, aber wenn ich jetzt so rüber gucke, man hat doch relativ viele Fights irgendwie, wo 2, 3, 4 Leute die ganze Zeit sich irgendwie battlen, dann sind die Strecken halt, wie schon angesprochen, wirklich krass teilweise und einfach auch spannend anzugucken. Es sind halt nicht nur Wiesenabfahrten, sondern es sind halt wirklich knifflige Stellen gerade bergunter. Und ja, und dann, wie schon gesagt, es geht halt relativ zügig, das ganze Ding. Und also ich guck's nicht regelmäßig, aber ich guck's definitiv mehr als die letzten Jahre. Mhm. Ja, ich habe den Eindruck, so geht's vielen Leuten, mit denen ich mich drüber unterhalten habe, die nicht aus dem Cross-Country kommen, die mittlerweile gerne einschalten, die es spannend finden, die es sehr sehenswert finden und die jetzt nicht jedes Rennen verfolgen, aber die, wenn es denn läuft oder wenn man mal Zeit hat, sich das sehr, sehr gerne anschauen, weil es, ja, sehenswerter geworden ist. Ja. Gut. Und die Downcountry-Räder, die wir getestet haben, vielleicht um das zum Abschluss zu bringen, die gehen in noch etwas extremere Richtung, aber zeigen vielleicht auch, wo die Reise hingehen könnte. Deswegen sollte man sich das mal anschauen. Das sind sehr, sehr spannende Räder. Auf jeden Fall. Ja, kommen wir von spannenden Rädern zu spannenden Produkten, und zwar zum Hausbesuch bei Intent BC. Das, denke ich, ist einer der ungewöhnlichsten Hausbesuche, die wir bisher gemacht haben, weil das, oder es wird wahrscheinlich auch die kleinste Firma gewesen sein, bei der wir bisher waren, wenn ich richtig liege. Wer es noch nicht kennt, das Intent BC, BC steht für Bicycle Components, wenn ich mich recht erinnere, ist von einem langjährigen User von uns ins Leben gerufen worden. Bommelmaster heißt er im Forum, Cornelius Kapfinger ist sein richtiger Name und er hat Intent gegründet, ja, weil er, glaube ich, mit verschiedenen Lösungen einfach nicht so zufrieden war und hat seinen eigenen Gehirnschmalz in spannende Produkte jetzt einfach irgendwie angewendet oder reingepackt und hat mittlerweile diverse Gabeln produziert und produziert sie in relativ kleinen Serien, hat einen spannenden Vorbau, einen einteiligen Vorbau produziert, hat kleinere Lösungen aus dem Cockpit-Bereich mit dem wunderschönen Namen Stiffmaster beispielsweise. Und ja, wollten wir gar nicht so extrem viele Worte darüber verlieren über den Hausbesuch, aber ihr solltet ihn euch auf jeden Fall angucken. Wir waren mit der Kamera dort, mit Video und Foto und es ist einfach krass, wie doch relativ klein das Ganze ist und was da im Endeffekt für Produkte rauskommen, die wirklich spannend sind. Ich selber fahre den Stiffmaster bisher und liebäugle tatsächlich damit, nächstes Jahr mir den Vorbau dran zu schrauben. Das geht tatsächlich aktuell nur um den Rise meines Lenkers noch, denn der funktioniert aktuell mit dem Vorbau nicht. Ich glaube, weil er halt einteilig ist, muss man den Lenker durchschieben und deswegen geht er, glaube ich, nur bis 20 oder 25 mm Rise, der Vorbau. Aber abgesehen davon... Der ist relativ stark begrenzt. Genau, aber ich möchte ihn gerne haben, der ist nämlich sehr schön. Und ja, also wie gesagt, guckt ihn euch an. Sehr spannendes Ding. Und das war's vom Hausbesuch. Oder zum Hausbesuch. Was haben wir noch auf der Agenda? User Award 2018. Markus, erklär doch mal bitte, was mit dem User Award auf sich hat. Jetzt hast du mich natürlich volle Kanne überfallen. Ich habe gerade was anderes gemacht. Mach nicht, ja. Ja, mach nicht den Jingle an. Das ist nicht der richtige Moment. Einmal im Jahr fragen wir die Leserinnen und Leser von MTB News etwas aus. Und zwar wollen wir wissen, wie sich bestimmte Produkte positionieren. Also welches sind die innovativsten Produkte, welches sind die besten Marken, wer kümmert sich am besten im Servicebereich um seine Kunden, wer ist besonders nachhaltig und so weiter, um einfach mal ein Bild zu bekommen, ja, wie sieht es da draußen eigentlich aus? Ja, das machen wir immer zusammen mit euch. Wir stellen Fragen, ihr beantwortet die und wir bekommen dann halt einen schönen Überblick. Die Daten behalten wir natürlich nicht für uns, sondern die werten wir dann aus und veröffentlichen entsprechend Artikel darüber.
Und da so Umfragen ja auch immer relativ langweilig sind und auch viel Zeit in Anspruch nehmen, es sind nämlich doch eine ganze Menge Fragen auch wieder in diesem Jahr zusammengekommen, verlosen wir auch immer ganz ordentlich Sachen. Ich glaube, in diesem Jahr sind es Preise im Wert von 8.000 Euro, die zu gewinnen sind. Mhm. Verbessert mich, wenn ich falsch liege. Nee, das stimmt schon. Ja, und ja, das soll einfach so ein bisschen dazu motivieren, die Fragen zu beantworten und da einmal durchzuklicken und sich ein paar Gedanken zu machen. Und das ist es, glaube ich, im Großen und Ganzen. Ja, es werden dann in jeder Kategorie nach Ende der Umfrage die drei Gewinner gekürt und wie gesagt bekannt gegeben. Die gewinnen dann auch einen MTB News User Award. Und ich glaube, das haben wir jetzt zweimal, dreimal. Hannes, du musst mir helfen. Wie oft haben wir das gemacht? Ich muss jetzt das dritte Mal jetzt. Ja. Ja. Und das ist doch immer, jedes Mal sehr überwältigend, wie viele Leute da mitmachen und da abstimmen. Und ich glaube, auch in diesem Jahr sieht das schon ganz gut aus. Und, ich bin gespannt, was dabei am Ende herumkommt. Hannes, was sagst du zu der Zusammenfassung von Markus? Sollen wir ihn zukünftig wieder Sachen zusammenfassen lassen? Das hat er sehr gut gemacht. Ich vergebe 2 Fleißpunkte. Von wie vielen? Von 2. Oh, sehr gut. Volle Punktzahl. Ja, also ich fand... Nein, das hat er wirklich sehr gut gemacht. Ja, ich fand die Zusammenfassung auch sehr gut. Er hätte vielleicht nicht nachfragen sollen, ob es 8.000 Euro sind oder nicht. Das hätte mit ein bisschen mehr Souveränität vorgetragen werden können. Aber 8 sonst. Millionen Euro. Ja, weißt du, ich jetzt abstimmen. So oft mit so hohen Eurobeträgen zu tun. Und nur eine Frage. Man verliert ja auch den Überblick. Ihr müsst nur auf OK klicken. Ja, und schon gewinnt ihr 8 Millionen Euro. Jetzt teilnehmen. Ja, genau. Du hast eben gesagt, dass es ja auch ein bisschen dauert, diese Umfrage auszufüllen. An diesem Punkt würde ich dir widersprechen. Es dauert eigentlich gar nicht so lange. Also ihr müsst einfach nur ein paar Minuten Zeit mitbringen. Also es dauert vielleicht 10 Minuten. Maximum. Ja, das ist aber für viele Leute ist das schon eine Menge Zeit. Weißt du, diese schnelllebige Zeit heute, da 10 Minuten aufzubringen, das ist schon nicht allzu leicht. Und viele Leute verlieren halt irgendwie nach der dritten Frage die Lust. Ja, und deswegen meinte ich, das dauert ein bisschen länger, aber das ermöglicht aber auch sehr wertvolle Einblicke. Und wie gesagt, wir teilen die ja auch. Das ist ja nicht so, dass wir die jetzt irgendwie für uns wollen. Genau. Und natürlich nur, wer bis zum Ende mitmacht, hat auch eine Chance, was zu gewinnen, ist ja wohl klar. Das ist übrigens auch der Grund, warum, haben sich ein paar Leute beschwert, wir haben das dann schon aufgeklärt im Artikel, warum wir das nicht mehr alphabetisch machen. Wir hatten es nämlich im ersten Jahr alphabetisch. Und da hatten wir tatsächlich. Die vorgeschlagenen Antworten meinst du zu einer Frage? Ja, genau. Hm? Und da hatten wir tatsächlich sehr viele. Es sind nicht unbedingt immer die gewonnen haben, aber es hat tatsächlich insofern verfälscht, weil tatsächlich auffiel, dass viele Leute einfach auf A oder auf B oder irgendwas, was weit oben war, geklickt haben. Und das hat sich am Ende halt so herausgestellt, dass man konnte das wirklich sehen, dass da sehr viele Leute einfach nur ganz, ganz schnell durchgeklickt haben. Ist natürlich jedem selbst überlassen, aber der Sinn dabei liegt natürlich, wir wollen natürlich eure Meinung, eure richtige, interessierte Meinung irgendwie hören zu den Produkten. Und deswegen haben wir es nicht alphabetisch, sondern das ist so randommäßig. Das heißt, jeder bekommt eine andere Auswahl im Endeffekt. Und eine andere Reihenfolge. Die Auswahl ist die gleiche, die Reihenfolge. Ja, Reihenfolge, klar. Da wollten wir jetzt auch noch dazwischen krätschen. Hannes, nimm dich in Acht. Ja, mein zweiter Fleißpunkt ist am Wackeln, ich merke gerade. Ja. Genau, ja. Also das wäre aber auch lustig, wenn jeder komplett andere Marken genannt bekäme. Ja. Das sind ja auch so ein paar Marken. Eine zufällig generierte Marke und Canyon. Ja, genau. Also macht fleißig mit, sind wirklich spannende Sachen dabei. Und, ich muss auch sagen, einerseits finde ich super spannend zu sehen, über was abgestimmt wird und wie die Ergebnisse ausfallen. Weil wir haben natürlich als Redaktion basierend auf unseren Tests und so weiter unsere Meinung. Und dann ist es natürlich für uns interessant zu sehen, inwiefern sich das mit der Meinung der breiten Allgemeinheit deckt. Von daher finde ich die Auswertungen sehr spannend. Ich finde es aber auch
ja, wirklich interessant, mich einfach mal durch die Umfrage durchzuklicken. Weil gerade wenn man bei den innovativsten Produkten des Jahres ist, dann sieht man erstmal, was für coole Teile und Fahrräder eigentlich dieses Jahr rausgekommen sind. Ich habe echt gestaunt. Die Mountainbiker des Jahres, was da alles für Leistungen dahinter stecken, oder das Mountainbike des Jahres, was einfach für spannende Produkte auf den Markt gekommen sind. Und jedes Jahr denkt man, man hat das Ende der 29 Zoll Fahnenstange erreicht, und jedes Jahr entwickelt sich es dann aber doch noch weiter. Und das finde ich einfach sehr, sehr interessant zu sehen. Deswegen kann ich nur jedem raten, diese Umfrage mal durchzuklicken, plus eben die Aussicht, coole Preise zu gewinnen. Macht man ja auch ganz gerne. Ja. Von daher, schaut es euch an. Um da noch was zu sagen, ich finde es immer, es wird ganz oft gesagt dann auch, ja, irgendwie dieses Jahr sagen auch diverse Leser immer, ja, irgendwie so die richtige Innovation hat dieses Jahr eigentlich gefehlt. Nee, eigentlich falsch. Also wenn man sich nämlich wirklich die Seite, das werden wir gleich noch kurz machen, wir werden uns die innovativsten Produkte genau nochmal kurz angucken. Und da stellt man tatsächlich fest, dass wirklich wahnsinnig viele innovative Produkte einfach dieses Jahr auf den Markt gekommen sind, die die meisten tatsächlich gar nicht zum Zweck auf den Markt gekommen sind, um allen nur sinnlos das Geld aus der Tasche zu ziehen, sondern es sind tatsächlich sinnvolle Innovationen mit dabei, die viele dieses Jahr schon nutzen oder nächstes Jahr nutzen werden oder die nächstes Jahr an vielen Rädern verbaut sein werden. Und daher werden wir gleich nochmal da die spannendsten Produkte angucken, genauer. Sind wir durch mit dem User Award? Eigentlich schon, oder? Ja. Weil dann würde ich jetzt genau in den Arschmodus schalten und dich, Hannes, fragen, was war denn für dich das spannendste, innovativste Produkt dieses Jahr? Wieso in den Arschmodus? Ja, weil ich wollte, dass du jetzt mal so ein bisschen vorträgst, was es dieses Jahr an innovativsten Produkten gab, und dabei überprüfen wollte, wie gut du dich auf den Podcast vorbereitet hast. Oh, das kann ich sehr gerne machen. Das gibt's nicht. Warte mal, wie war das mit der Vorbereitung nochmal? Warte mal, wie war das mit dem Kabel nochmal vom Mikro? Ich bin mir da gerade gar nicht sicher. Ja, ich kann nichts dafür, dass mein schöner, aber nicht überragend schöner Podcast-Vorgänger einfach das Kabel gezockt hat. Da müsst ihr euch beim Chef beschweren. Also. Ja, vor allem Kabel. Ich stelle ihm, ja, es ist vollkommen anti. So selten wie Gold. Nee, noch seltener. Das nutzt heutzutage kein Mensch mehr. Das ist wie ein goldenes Auto. Oder Champagner. Oder was? Champagner? Welche Farbe fährt heutzutage kein Mensch mehr? Ja, wahrscheinlich, ja. Wann war das letzte champagnerfarbene Auto? Das ist hier so ein... Das war eigentlich eine Anspielung auf euren Lieblingsfilm. Ach und so, der Mercedes. 500 SEC. Ja. Ja, ja. Ah, 500 SEC. In welcher Farbe sollte er sein? Hochglanzpoliert. Keine Ahnung, der hat keine Farbe. Doch, klar. Natürlich hat er eine Farbe. Darauf wird doch entgegnet, dass so eine Farbe heutzutage noch kein Mensch mehr fährt. Das entgegnet er, weil er das im Prospekt sieht. Der blättert ja den Prospekt durch und der Typ guckt ihn über die Schulter und haut ja dann raus. Ne? Aber Mensch, Kalle, so eine Farbe fährt heute kein Mensch mehr. Aber die Farbe haben sie zum Anfang nicht gesagt. Das kommt dann erst später, als die Karre dann irgendwie bei den bekloppten Dänen abgeholt wird. Und dann denkst du erst, oh, war ja diese Farbe. Nach ausgiebige Inspektion. Markus, übrigens, oh, hast du mal was? Nicht, ey. Ein UFO. So, ich guck woanders hin. Gut, kommen wir wieder zu den innovativsten Produkten des Jahres. Mein innovativstes Produkt des Jahres ist ein Mercedes SEC, aber nur mit Flammen an den Seiten. Spaß beiseite, wir haben wahnsinnig viele Produkte, unter anderem, wir müssen ja nicht unbedingt jetzt, sollen wir alle durchgehen? Nein. Nee, sag nur mal dein innovativstes, dein Innovationsfavoriten. Es gab tatsächlich super viele, es gab viele Produkte, ich weiß, wo was ich jetzt denke, kommt bei alles. Soll ich sagen für dich? Nee, glaube ich, weißt du nicht. Doch, ich weiß es. Also was mich extrem gut fand, war das Ceramic Speed Driven. Das ist zwar offiziell kein Mountainbike-Produkt, aber im Rennradbereich, das ist so eine,
wie nennt man das hier, diese mit dieser Stange? Ja, es ist eine Schaltung, die aber nicht als normale Kettenschaltung funktioniert, sondern über eine Kolbenfräse. Über so einen Kolben. Es war kein richtiger Kolben. Wir verweisen auf unseren Podcast. Wir verweisen auf unseren Podcast, ich glaube, 3 Folgen zuvor. Da erklären wir das Ceramic Speed Driven, diese Schaltung. Machen wir es anders. Wir verweisen auf den entsprechenden Artikel bei uns und packen es in die Shownotes. Da ist es so. Nämlich besser erklärt, als wir das jemals im Podcast konnten. Genau. Was ich ebenso richtig geil fand, war tatsächlich der Synchros Silverton SL-Laufradsatz, den wir während des Sea Otter Festivals vorgestellt haben, weil das einfach so eine pervers geile Konstruktion war von diesen Carbonlagen. Das ist für die, die es nicht mitbekommen haben, das ist ein Laufradsatz, der in einer Mold im Prinzip ausgebacken wird mit insgesamt, glaube ich, 18 Formen oder so als ein Stück. Und das ist brutal steif, brutal leicht. Ich glaube, unter 1200 Gramm irgendwie kostet $3,500. Ein absolut wahnwitziges Konstrukt. Und das sah einfach, also das war auf jeden Fall mein optischer und bautechnischer Favorit im Endeffekt. Und ansonsten das schönste Rad für mich definitiv dieses Jahr, Bolt Unplugged. Das Rad mit dem versteckten Dämpfer. Was an sich, wir haben es bei den innovativsten Produkten des Jahres mit drin. Der Vorgänger war, glaube ich, auch schon drin. Er ist einfach ein super schickes Rad mit einer Kammer innen drin, sodass man den Dämpfer von außen nicht wirklich sieht. Ist daher perfekt geschützt und das Rad sieht mit den ganzen integrierten Kabeln und so einfach super clean und stylisch aus. Und ja, wir könnten jetzt so weitermachen. Moritz, wie sieht es bei dir aus? Was war deine Innovation des Jahres? Also ich habe hier die Liste vor mir liegen. Und ich wüsste ehrlich gesagt nicht, für was ich stimmen sollte. Ja, deswegen, ist schwierig. Aber ja, es gibt halt viele geile Sachen. Ja, es sind viele coole Sachen. Für mich sticht jetzt nicht eine Sache extrem raus. Also was natürlich so den größten Aha-Effekt ausgelöst hat, war, wie du schon angesprochen hast, der Ceramic Speed Driven Antrieb, der mit 21 Keramikkugellagern und einer Kardanwelle die Antriebskraft zwischen den Zahngrenzen überträgt. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das richtig... Nein. Ist das eine Kardanwelle? Ist da ein Gelenk drin oder zwei? Ja. Nee, das ist nämlich keine Kardanwelle, aber es ist eine Welle. Aber es steht so in unserem Artikel. Oh, weia. Ja. Das müsste mittlerweile korrigiert sein, hoffe ich. Ja. Könnte auch ein Artikel von der Konkurrenz sein, ich weiß nicht genau. Ja, natürlich. Ja, ich finde auch, dass Bolt Unplugged ein extrem schönes Rad. Irgendwie, wenn ich mir vorstellen würde, ich müsste ein Fahrrad zeichnen, dann würde ich so wahrscheinlich, also wenn ich richtig gut zeichnen könnte und wenn es ein Fully sein sollte, was auch in hartem Gelände funktioniert, dann würde ich so zeichnen, wie das Bolt Unplugged. So oder wie ein Capil Armageddon. Ja, so richtig viel Federweg und kleine Reifen, aber dafür schön breit. Ja. Ansonsten, auf jeden Fall. Ansonsten finde ich cool, was sich dieses Jahr im Reifenbereich getan hat, auch wenn wir da jetzt kein konkretes Produkt zur Auswahl haben. Dieses Jahr war für mich so ein bisschen das Jahr der Reifeninsatz und man kann von den Teilen halten, was man will. Prinzipiell finde ich es aber gut, dass sich auf dem Gebiet einiges tut, dass überdacht wird, was für Reifen man eigentlich für welche Anforderungen braucht. Dieses ganze Konstrukt oder diese ganze Kombination aus Reifen, Laufrädern und dem, was dazwischen ist, dass es einfach weiterentwickelt wird. Das finde ich eine sehr positive Entwicklung. Wenn ich mich dann an die Zeiten zurückerinnere, wo man die Wahl hatte, entweder mit Downhill-Reifen zu fahren oder mit normalen Reifen und einem Schlauch drin oder mit Downhill-Reifen und Downhill-Schlauch drin, also wo nicht mal Tubeless irgendwie verbreitet war, dann ist es schon eine sehr große Weiterentwicklung, die sehr positiv ist, weil sie sich auch tatsächlich positiv auf die Fahreigenschaften des Fahrrads auswirkt. Ja.
ja, das war wahrscheinlich ist das so meine weitergefasste Innovation des Jahres. Markus? Ja, das fand ich jetzt ein bisschen doof, dass ihr beide dieses Ceramic Speed Driven erwähnt habt. Denn das wollte ich auch gerne als doch das Innovativste aus der Liste benennen. Ja, aber dann sind wir uns doch einig. Ja, ich wollte auch mal das als erster sagen. Gewonnen. Nee, das fand ich auch extrem beeindruckend, finde ich immer noch extrem beeindruckend. Ich weiß nicht, inwiefern das jeweils marktauglich werden wird. Aber generell kann es nicht schaden, wenn es mal Innovationen gibt, die einfach komplett anders denken, die nicht nur immer Sachen verbessern, evolutionär, sondern die einfach hingehen und sagen, wir machen das jetzt mal komplett anders. Da bin ich gespannt, ob da irgendwann mal ein Produkt bei rausspringt. Im Mountainbike-Bereich wird es vielleicht schwierig werden, aufgrund der Dreckproblematik, die da doch, glaube ich, kritisch ist. Aber ja, warum nicht am Rennrad? Mal schauen, bin ich echt gespannt. Die zweite Sache, die ich da noch notiert hatte, ist gar nicht so innovativ in dem Sinne, weil es das eigentlich schon mal gab von einem anderen Hersteller. Und das ist die SRAM Eagle E-Tab. Aber ja, hier finde ich es gut, dass einfach die ein Konkurrenzprodukt hergestellt wird, auf den Markt gebracht wird, zu den bekannten DI2 von Shimano. Und wenn wir irgendwas wissen, ist, dass Konkurrenz das Geschäft belebt und das auch zu weiteren Innovationen führen wird. Ja, da bin ich auch gespannt, wann es das Ding denn zu kaufen gibt, ob es das dann auch in verschiedenen Preisabstufungen geben wird oder ob das der Top-Gruppe sozusagen vorbehalten bleibt. Finde ich auf jeden Fall interessant zu beobachten. Mal schauen. Ansonsten tue ich mich schwer, hier noch irgendwas rauszusuchen. Nur vielleicht noch so viel. Ich hatte ja behauptet, dass ich weiß, was Hannes wählt, und ich lag natürlich komplett daneben. Ich hätte gedacht, ihr wählt das One-Up EDC. Ach, ich sehe, das ist hier gar nicht drin. Das ist das Tubeless Repair Kit. Nee, also das ist gar nicht das normale Tool. Okay, dann habe ich nichts gesagt. Wäre das dabei gewesen, hätte ich gedacht, dass du das wählst. Ja, es wäre sicher dabei gewesen, weil es tatsächlich eines der besten Hilfsmittel ist, so von mir. Es ist generell eines der besten Produkte, die es gibt. Das ist gut, das ist echt gut, ja. Also ich glaube, ich muss mir sowas auch mal zulegen. Alle Leute immer schwärmen davon. Mach das mal. Unglaublich. Ja, es ist halt einfach praktisch. Du hast es halt einfach immer dabei. Es ist vorn drin, es funktioniert gut. Ich habe mein erstes tatsächlich letztens verbogen bekommen. Oh nein. Weil ich zu viel Winterräder immer am Auto ranschrauben. ja, genau. Nee, ich musste tatsächlich, ich hatte gerade kein anderes Tool zur Hand und wollte Pedale abschrauben, die schon relativ lang dran waren. Und das One-Up-Tool hat eine Besonderheit, und zwar hat es den 8er Inbus, der wird generiert, indem man zwei Einzeltools nebeneinander legt, so quasi. Helfen. Und ja, genau. Und es funktioniert schon. Allerdings war tatsächlich meine Handkraft größer als die benötigte. Also es hat einfach nicht gereicht, irgendwie, dass es losging tatsächlich, um das Pedal zu entfernen. Und tatsächlich hat sich dann zuerst das Tool verbogen. Und das Pedal hat sich erstmal so nicht gelöst. Ich konnte es aber wieder fixen, und ich habe es einfach zurückgebogen. Also es ging ja nur um diese beiden Einzelteile. Das war jetzt nicht massiv viel, aber man muss auch sagen, es hätte mich gewundert, wenn es diese Kraft dann ausgehalten hätte. Also das ist einfach schon relativ klein, nicht zuletzt aufgrund der Baugröße kann das schon dann durchaus vorkommen. Und dann musstest du doch in den Rucksack greifen, den Schlagschrauber rausnehmen und... Nee, ich war Gott sei Dank zu Hause, weil ich demontiert habe, die Pedale, und ich bin einfach hoch und habe den großen Inbus geholt. Achso, du hättest also ein Werkzeug, ein richtiges zur Hand gehabt. Du warst nur zu faul, die Treppe hochzulaufen. Nee, ich dachte, ich hätte eins unten, und dann habe ich gesagt, ach komm, du hast ein Tool, probier's mal. Okay. Ich wollte noch den, was für mich durchaus den Style Award gewinnt, sind tatsächlich übrigens die Cane Creek E-Wings Titankurbel. Die fand ich schon mega geil, und ich würde sie super gerne an Singlespeeder hier schrauben, wenn sie nicht so unglaublich teuer wären. ich glaube, 1000 Euro kosten sie ungefähr. Und sie sehen einfach wunderschön aus und sind leichte, super stabile Titankurbeln, aber sie sind halt einfach gnadenlos teuer.
Und was mich ein bisschen gewundert hat, dass das keiner von euch erwähnt hat, ehrlich gesagt, sind die PI-Rope-Faserspeichen, weil das ist doch tatsächlich auch ganz schön innovativ, finde ich. Oder hatten wir die letztes Jahr schon? Schweigen im Wald. Ich weiß nicht, ich habe mich... letztes Jahr noch nicht. Also, weil mir fiel es auf, weil Markus ja gesagt hat, ja, es ist irgendwie ganz cool, über den Tellerrand hinaus mal was ganz Neues zu entwickeln. Und wenn es um eine wirkliche Neuentwicklung geht, ich meine, normalerweise oder normal sind tatsächlich bis auf, wenn wir jetzt mal hier die drei Speichenlaufräder oder Carbon-Geschichten oder so mal ausklammern, dann ist es ja normal, dass man eigentlich irgendwie Metallspeichen hat oder auch mal Alu-Speichen von Melk oder so, aber dass man halt einfach sehr festgewebte Kunststoff, also labbrige Kunststoffspeichen nimmt und das Ganze auch dann noch zu funktionieren scheint. Das finde ich schon interessant. Ja, ist es. Tune hat ja auch sowas auf der Eurobike vorgestellt. Ja. Ich war da am Stand, habe mir das von einem Ingenieur erklären lassen oder zeigen lassen und das ist auf jeden Fall extrem beeindruckend. Dass die diese Schnüre, das sind eher so Schläuche aus gewebten Fasern. Ich weiß gar nicht, was das für Material ist. Und die werden einfach auf so eine Art Stummel raufgesteckt. Und wenn du die auf Zug belastest, diese Schläuche, dann verengen die ihren Radius und klemmen sich sozusagen auf diesen Stummel drauf. Also du musst die nicht verknoten oder sowas. Das ist unfassbar. Und einfach nur durch Reibung halten die dann auf so einem Speichenstummel. Das ist super beeindruckend auf jeden Fall. Ist innovativ, sollte tatsächlich erwähnt werden. Ist, tut mir leid, habe ich auch komplett überlesen, irgendwie, dass das hier mit in der Liste stand. Kein Problem. Tolle ist ja auch nicht alphabetisch. Ja. Also Leute, guckt euch die Fragen ganz genau an. Es sind sehr viele coole Sachen dabei. Ja, dann hatten wir ja kurz reingegrätscht. Wir haben noch eine kurze Sache, bevor wir zum großen Jahresrückblick kommen, worauf wir auch hinweisen wollen. Haben die schon darauf hingewiesen? Wir haben schon darauf hingewiesen. Auf unser Adventsgewinnspiel. Ja. Haben wir schon. Deswegen Jahresrückblick. Genau. Oder? Moritz, worum geht's? Ja. Im Jahresrückblick geht es für gewöhnlich um einen Rückblick auf das zurückliegende Jahr. Oder? Habe ich das richtig gemacht? Zwei Fleißpunkte, ja. Ja, danke. Führe ich jetzt die Wertung an? Nein. Jeder hat zwei. Aber du darfst jetzt deinen Fleißpunktkonto erhöhen, indem du beginnst. Okay, ja, schauen wir zurück auf das Jahr 2018 und überlegen uns, welche Ereignisse, Produkte und Sensationen der Mountainbike-Welt im Gedächtnis bleiben werden. Ich würde natürlich sagen, ich würde natürlich ganz gerne auf die ganzen Mountainbike-Rennen eingehen, vor allem auf die Downhill-Rennen, weil ich mich damit dieses Jahr viel beschäftigt habe. Können aber auch gerne mit was anderem beginnen. Mit was sollen wir beginnen? Fang doch mal mit den Rennen an. Das ist schon angekündigt, dann kannst du anfangen. Auch ein großes Thema auch hier im Podcast immer wieder. Definitiv. Genau. Ja, wir haben es immer wieder aufgegriffen. Also die Rennsaison sowohl im Downhill als auch im Cross Country als auch in der Enduro World Series war wieder mal sehr, sehr spannend. Rennfahren oder Mountainbiken auf extrem hohem Niveau. Bleibt so ein bisschen die Frage, was hat so wirklich, welche Ereignisse, welche Rennen und welche Fahrerinnen und Fahrer haben aus der Spitze noch rausgestochen. Für mich, ich würde jetzt mal den Cross-Country-Bereich ein bisschen ausklammern, weil ich mir dazu jetzt keine Notizen gemacht habe. Im Enduro und vor allem Downhill-Bereich sind es für mich eigentlich vier Namen, die Saison ziemlich geprägt haben. Das sind Amaury Pierron im Downhill, ganz klar der Senkrechtstarter aus Frankreich, den vor der Saison niemand auf dem Zettel hat und der sich dann eigentlich ziemlich souverän den Gesamtweltcup gesichert hat. Das ist für mich auch Martin Mays, der ein Enduro World Series Rennen gewonnen hat, der direkt danach einen Downhill-Weltcup gewonnen hat, der erste Belgier war, der überhaupt einen Downhill-Weltcup gewinnen konnte, der kurz danach fast noch die Downhill-Weltmeisterschaft gewonnen hätte, wo dann Fahrer im Ziel gesagt haben, ist mir egal, wer heute gewonnen hat, zur Erinnerung, Loic Bruni hat gewonnen, ist mir egal, wer gewonnen hat,
Hauptsache der Enduro-Fahrer hat nicht gewonnen. Was natürlich auch so ein bisschen mit einem Augenzwinkern gemeint ist, aber was irgendwie auch zeigt, die Downhiller haben da keinen Bock drauf, wenn irgend so ein Enduro-Fahrer aus einem Land, wo es eigentlich auch gar keine richtigen Berge gibt, wenn er einfach mal so ankommt mit seinen 21 oder 22 Jahren, also der eigentlich auch noch total als Talent gelten würde, wenn er nicht schon seit Jahren dabei wäre, und der einfach mal auftaucht und sagt, ja, ich fahre jetzt mal hier mit, mal schauen, was geht, und dann einfach mal alle in die Schranken weist. Das ist auch jetzt 3-4 Monate danach eigentlich immer noch eine ziemlich unfassbare Geschichte. Und ich freue mich auch drauf, dass er nächstes Jahr wohl häufiger bei Downhill-Rennen an den Start gehen wird. Mal davon abgesehen, dass er ein sehr, sehr sympathischer und bodenständiger und höflicher Typ ist, der dieses Jahr sowohl im Downhill als auch in der Enduro World Series geprägt hat. Ein anderer Fahrer, der die EWS natürlich geprägt hat, oder zwei andere Fahrer, sind Sam Hill und Cécile Ravanel, die Altmeister des Mountainbikens. Wenn man es so will, Sam Hill hat jetzt zum zweiten Mal hintereinander die EWS-Saison gewonnen, was man vor ein paar Jahren, als er noch im Downhill-Weltcup vorne mit dabei war und wo es immer hieß, ja, auf technischen Strecken ist er ja super, aber wenn man mal in die Pedale treten muss, ach, da bleibt er ja fast stehen. Da hätte man wohl nie gedacht, dass Sam Hill die Enduro World Series, wo es auch ums Pedalieren geht, mal dominieren würde. Und Cécile Ravanel hat in diesem Jahr jedes Rennen gewonnen, hat eine perfekte Saison hingelegt und fährt auf einem unfassbaren Niveau. Hat jetzt seit vielen Jahren die Sportart dominiert. Bin ich mal gespannt, wie es bei ihr dann weitergehen wird. Wer auch noch die Saison ziemlich geprägt hat, und das, obwohl sie ziemlich jung ist und überhaupt jetzt erst ihre erste internationale Saison auf Weltniveau fahren durfte, ist Vali Höll. Die hat sie heute Geburtstag oder hatte sie gestern Geburtstag? Auf jeden Fall alles Gute. Sie hat heute Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag und zur herausragenden Saison mit 7 World Cup Siegen bei 7 Rennen und dem WM-Titel. Teilweise Zeiten, die in der Elite-Kategorie schon für Top 5 oder Top 7 Resultate gereicht hätten. Also da darf man auch extrem gespannt sein, wo die Reise bei Vali hingeht. Und es ist einfach extrem beeindruckend zu sehen. Vali ist ja jetzt schon seit einigen Jahren relativ bekannt in der Mountainbike-Branche. Und da kann man praktisch jedes Jahr zusehen, wie sie sich extrem weiterentwickelt. Und dann noch ein weiterer Fahrer, der das Jahr geprägt hat, auch wenn er diesmal nicht ganz vorne war, war natürlich Aaron Gwynn, der eine etwas verkorkste Saison hatte, was für ihn ziemlich untypisch ist. Ihm haben Verletzungen einen Strich durch die Rechnung gemacht und jetzt hört man die Spatzen von den Dächern pfeifen. Geht wohl auch die Zusammenarbeit mit YT Industries zu Ende, nach 3 überwiegend sehr erfolgreichen Jahren. Da gibt es ja derzeit auch einige Gerüchte, wo es den Amerikaner hin verschlagen könnte. Ich weiß nicht, habt ihr da was gehört? Was ist eure Prognose? Wird ja jetzt wohl in den nächsten Wochen bekannt gegeben, wenn die Verträge auslaufen. Also ich habe gehört, dass man sich auf mtbnews.de ziemlich aktuell super informieren kann darüber. Denn da gibt es einen sehr großen Beitrag über die aktuelle Gerüchteküche im Downhill World Cup von Moritz und Gregor. Und da könnte der ein oder andere Hinweis zu einem eventuellen Wechsel oder einem möglichen Wechsel drinstehen. Und immerhin eine Wechselwahrscheinlichkeit von 90% für Aaron Gwynn prognostiziert. Ja, das habe ich auch ausgerechnet. Also es war erstaunlich, dass wir da zum selben Ergebnis gekommen sind. Markus, vielleicht kannst du ja dann nachträglich, wenn du diesen Podcast schneidest, so ein Piepgeräusch drüber legen. Beziehungsweise mach das bitte. Weil ich werde jetzt sagen, dass Aaron Gwynn zum 1. Januar zu wechselt. Und damit hätte ich echt nicht gerechnet. Aber ich finde es schon sehr überraschend und krass und freue mich auch deswegen sehr auf die nächste Saison. Bitte ein Piep drüberlegen über die Marke.
Danke. Ja, ja, ich finde es auch krass, dass er wie ist die Marke noch? Ich finde es auch krass, dass er hört auf hier, komm. Oh, da muss er viel fiepen. Stell dir vor, wir hätten jetzt hier, ich hätte einen Livestream irgendwohin angemacht. Oh, weia. Stell dir vor, er würde wechseln. Kommen wir von Problemen zu Highlights. Hast du den Arsch offen oder was? Ja, kommen wir von Problemen zu Highlights. Was für Rennen sind euch noch in Erinnerung geblieben? Boah, oder was für Rennfahrer und Rennfahrerinnen? Also, ich fand auch tatsächlich, es war einfach ein mega geiler Abschluss mit Martin Mees. Also, was der zum Ende der Saison halt da einfach gerissen hat, das fand ich unfassbar. Wie er auch noch die WM dann auch noch so runtergerissen hat, hat er Silber geholt, glaube ich, dann. Ne? Der wurde doch noch abgefangen genau, von Loic. 0,2 Sekunden Rückstand auf Loic. Boni ist er Zweiter geworden. Ja, also das wäre der noch mal krasser gewesen, dann wäre der auch noch Weltmeister gewesen wäre. Also völlig, völlig verrückt, was der da an den Tag legt. Er hat mich tatsächlich so ein bisschen, um auf unseren Lieblingspodcast zurückzugreifen, haben sie es mich mal erwähnt, bei Fußball MML, da haben sie mal ganz lange über Mario Götze gesprochen, weil es da irgendwann mal so eine Doku gab, irgendwann dieses Jahr. Und Martin Götze, wie heißt es Martin Götze? Ach, Martin Götze, sage ich schon. Martin Götze. Mario Götze. Martin Götze. Mario Götze ist nämlich auch erst 26, das muss man sich auch mal vorstellen. Der ist 92 geboren und ist aber schon so lange irgendwie aktiv, dass man sich gar nicht vorstellen kann, dass er so jung ist und im Endeffekt seine halbe Karriere noch vor sich hat. Ja, und den hatte ich vorgestern genauso bei FIFA gekauft. Hat einen Gesamtwert von 82. Hat sich gelohnt, der Kauf. Ja. Mal schauen, ob ich auch Martin Mays verpflichten kann. Ja, und ohne jetzt die beiden Persönlichkeiten groß miteinander zu vergleichen, aber bei Martin Mees war es bei mir einfach auch das Gefühl, der ist schon so Ewigkeiten dabei. Also ich kann mich daran erinnern, als ich das erste Mal in Whistler war, glaube ich 2013, da ist Martin Mees in der EWS unterwegs gewesen schon und da war er, glaube ich, noch Juniorenfahrer. Und aber da war er halt schon brutal schnell und ist jetzt halt immer noch super jung. Er ist nicht nur gefühlt seit Ewigkeiten dabei, sondern er ist seit Ewigkeiten dabei. Ja. Seit 5 Jahren, wie du gerade schon gesagt hast, 2013, genau. Das kommt hin, dass er da seine erste Saison gefahren ist. Übrigens zusammen noch mit den Athertons war das damals auf GT. Mhm. Auch wie die Zeit vergeht. Und Martin Mays könnte einfach in der Enduro World Series immer noch in der Juniorenkategorie fahren. Also das muss man sich einfach mal vor Augen halten oder vor Augen führen. Ich finde da, auch mit Wally Höll und generell den ganzen jungen Fahrern, die gerade in diesem Jahr in allen Bereichen nachgekommen sind. Henri Pierron ist ja auch noch nicht alt. Der ist glaube ich, der jüngste Gesamtweltcup-Sieger seit Sam Hill mit Kate Courtney, die im ersten Elite-Jahr direkt die Weltmeisterschaft geholt hat. Mit den ganzen Fahrern bei der Red Bull Rampage und beim Red Bull Joyride, die mit Anfang 20 da dem Brandon Semenuk das Leben extrem schwer machen. Da kann man, glaube ich, insgesamt sagen, dass der Mountainbikesport im Allgemeinen auf einem unfassbar hohen Niveau mittlerweile ausgeführt wird. Ja. Brandon Semenuk, der ja auch seine Contest-Karriere offiziell still und heimlich auch an den Nagel gehängt hat, was ich erfahren habe dieses Jahr so. Also der macht, glaube ich, gar nichts mehr. Ich bin mir nicht sicher, ob der noch Rampage mitfahren wird, aber Slopestyle und so macht er auf jeden Fall gar nicht mehr. Soweit ich weiß nicht, und er ist auch dieses Jahr, glaube ich, nicht dabei gewesen. Ich dachte, er würde nur noch Rampage und Joyride fahren. So ein bisschen wie Walter Frosch, der nur Weltauswahl spielt. Was für eine Überleitung von Semenuk zu Walter Frosch. Ich stelle mir gerade Semenuk am Spielfeld rein mit den Kippen in den Socken vor. Ja, ja, Brandon. Was ich noch ergänzen auch wollte. Durch die knallenge Hose durchsehen. Ja, absolut. was ich noch zum Downhill World Cup sagen wollte, und zwar wollte ich auch die Leistung der deutschen Fahrer in 2 Rennen hervorheben noch. Und zwar
Fand ich, was ich noch weiß, was mich sehr begeistert hat, war, dass Joshua Barth in Val d'Isol in der Quali auf Platz 6 gefahren ist. Völlig aus der Luft herausgegriffen irgendwie, fährt er auf einmal da weit in die Top 10 rein. Und dann Nina Hoffmann, ich glaube, es war in La Bresse, ist sie Sechste bei den Damen geworden. Kurz nachdem sie deutsche Meisterin, meine ich, wurde. Und das fand ich einfach auch, aus deutscher Sicht fand ich das sehr erfreulich, dass es zwar noch einzelne Ausschläge sind, aber dass, wenn wir da Glück haben, auch mit den SRAM Youngerns oder so, dass vielleicht demnächst in den kommenden Jahren vielleicht sich irgendeiner mal so in den Top 30, Top 40 mal etablieren könnte bei den Herren. Das fände ich ganz geil. Bei den Damen natürlich auch. Na gut, da sind wir ja schon auf dem Weg hin mit Max Hartenstern, jetzt auch mit Nina Hoffmann, ja, die ihre erste fast vollständige Weltcup-Saison gefahren ist und die da sehr, sehr gut gefahren ist. Joshua Barth ist dieses Jahr eine überragende Saison gefahren, nicht nur in Val d'Isole in der Quali, sondern auch bei anderen Weltcups und beim European Downhill Cup, wo er, hat er da nicht sogar die Gesamtwertung gewonnen? Ich meine, der hätte ja die Gesamtwertung gewonnen. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Auf jeden Fall ist er auch eine sehr, sehr, sehr gute Saison gefahren. Auch im Nachwuchsbereich wird da viel Arbeit reingesteckt. Also falls irgendwelche Marketingleute von irgendwelchen Firmen uns zuhören, dann überlegt euch doch mal, ob ihr das nicht auch noch ein bisschen fördern wollt. Würde uns alle freuen. Auf jeden Fall. Ja. Und Markus, deine Downhill-Highlights? Ja, ihr wisst ja, dass ich das nicht so regelmäßig verfolge wie ihr. Muss aber sagen, dass das, was Martin Mees gemacht hat, das ist schon echt so Trolling auf ganz hohem Niveau. Und das hat mich auch echt hart begeistert, als ich das dann gesehen hatte. Das ist einfach, das muss man sich vorstellen, ne? Der Downhill-Zirkus so unter sich, irgendwie so halbwegs klar, wie alles läuft und so. Und dann kommt da so ein Typ von der EWS vorbei. Und fährt da einfach mal das eine Rennen nach Hause und wird fast noch Weltmeister. Das muss schon echt ein komisches Gefühl sein. Ja, hat mir auf jeden Fall auch echt gut gefallen und gerne mehr davon. Ja. Das macht ja auch spannend schlussendlich, ne? Das ist und das sorgt für Aufmerksamkeit und das tut der ganzen Sache, glaube ich, auch extrem gut. Das heißt, nächstes Jahr gewinnt Aaron Gwynn die Rampage. Auch so, ne? Das wäre dann auch mal super geil. Einfach drauf, ja. 17-facher Backflip beherrsche ich. Kein Problem. Gut. Ich hätte noch einen Nachtrag. Ja, trag mal nach. Und zwar, genau, Nachtrag, du hast ja gerade mit dem EDC nachguckt. Also, ja, Joshua Barth ist hat den Gesamtcup gewonnen, EDC. Und bei den Frauen sieht es sogar noch besser aus für die Deutschen. Und zwar ist Nina Hoffmann der Zweite geworden. Sandra Rübersam Dritte und Kim Schwimmer Fünfte. Das heißt, wir haben direkt drei Deutsche in den Top 5. Und das ist, finde ich, auf europäischer Ebene echt gar nicht so verkehrt. Wirklich gut. Ja. Kann man übrigens sagen, dass Martin Mees so ein bisschen das Leicester, der Fußballverein Leicester der Mountainbike-Szene ist. Leicester ist ja auch so reingegrätscht und hat einfach mal die Meisterschaft geholt. Ja. Vielleicht nicht ganz. Nee, nicht ganz. Ich aber fast. Leicester hat auch ein paar, Leicester hat auch ziemlich viele Vereine getrollt, die ganz andere Budgets hatten. Ja, das definitiv. Ja. Gut, was hat uns dieses Jahr noch bewegt? Markus, was hat dich denn so bewegt? Mann, ey, immer ich. Hannes, was hat dich denn so bewegt? Ach, mein lieber ich. was hat mich bewegt? Wenn wir in unsere Liste reingucken, wir haben hier unter anderem noch die Shimano XCR-12er stehen. Die hat mich im wahrsten Sinne des Wortes bewegt. Denn ja, du hast sie bewegt. Ja, ich habe sie bewegt. Wir wurden bewegt. Ich war sehr bewegt. War es denn ein super Match? Es war ein bewegendes Erlebnis, auf jeden Fall. Ist eine super Schaltung, muss man ganz ehrlich sagen. Nicht nur, weil wir eingeladen wurden von Shimano zum Lounge, sondern Werbung der Markenanmeldung. Ich war in Slowenien drei Tage bei Shimano und da bin ich die neuen XCR-Bremsen und auch die neue Schaltung gefahren. Sprich, eigentlich die komplette Gruppe und es ist eine super hochwertige Schaltung.
Funktioniert perfekt, wir hatten null Schaltprobleme. Ist eine wunderschöne Gruppe und also kann ich definitiv empfehlen, wer noch eine Edelschaltung sucht und wer der kann, für den ist definitiv nicht nur die SRAM Eagle da, sondern auch die Shimano XCR ist eine wirklich gute Schaltung. Und dieser Silent Hub, also diese lautlose Narbe, ist tatsächlich ein sehr spezielles und wenn man sich daran gewöhnt, ein ziemlich cooles Fahrgefühl, weil man, wenn das Rad gut eingestellt ist und sonst nichts knackt oder knarzt, dann hat man tatsächlich nur das Reifengeräusch, wenn man fährt. Und das fühlt sich ganz anders an als mit einer. Ich mag immer noch sehr gerne laute Narben, aber es ist tatsächlich ein ganz anderes Fahrgefühl einfach so auf dem Trail. Gilt ja aber nur, wenn du nicht in die Pedalen trittst, ne? Sonst hörst du den Verlauf gut, aber nicht. Da, also du musst einfach mehr treten und weniger rollen, dann hast du das. Ja, aber da kam es halt drauf an. Also gerade so in technischen Situationen, auch wenn du langsamer fährst, normalerweise dann hoppelt es hier und da, und aber die ganze Zeit hast du halt und da hörst du es halt einfach nur ganz kurz hoppeln und das war's. Und das ist schon ganz cool. Ja, genau. Und wo wir ganz kurz bei den Schaltungen sind, auf die E-Tab bin ich auch besonders gespannt, weil ich die E-Tab nämlich gerade für Rennrad-News in einem Testrad fahre in der Rennrad-Version, also der Red E-Tab. Und von der kann ich schon mal sagen, dass es bisher komplett problemlos funktioniert. Akkus halten bisher, also ich habe sie ganz am Anfang einmal aufgeladen, einfach damit ich auf der sicheren Seite bin, aber seitdem ist nicht viel passiert. Ich muss gestehen, ich bin die letzten Wochen nicht gefahren, aber davor relativ lange. Ich bin auch meine 300 Kilometer Runde damit gefahren, also es ist ein cooles Fahrgefühl, gerade am Rennrad, weil die Rennradfahrer werden es wissen, an den meisten Schaltungen muss man, um hochzuschalten, den kompletten oder zumindest bei meiner Ultegra ist es dann so, den rechten Bremsgriff oder Schaltgriff halt komplett so durchschalten und dieses ganze links und rechts kippen, das fällt halt eigentlich weg, weil man nur noch so zwei kleine Buttons hat und die reagieren auf sehr geringen Druck. Und rechts schaltet man hoch, links schaltet man runter und wenn man beide klickt, dann schaltet der Umwerfer. Und das ist halt auch ja ein ähnlich intuitives Schalten wie beispielsweise halt bei so einer Zwölffachschaltung, wo du nur noch einen Trigger oder Shifter hast. Das ist sehr selbsterklärend und das ist eine gute Sache. Also ich bin gespannt drauf. Ja, das ist interessant, ne, dass Shimano jetzt in diesem Jahr die XTR Zwölffach gemacht hat und SRAM mit der E-Tab in die elektronischen Schaltung reingeht. Ja. Das sozusagen, weil eben das, was die jeweils anderen schon hatten, jetzt in den Markt bringen, fand ich auch auffällig. Und wie vorhin schon gesagt, das kann nur gut sein, wenn es da Konkurrenz gibt. Wenn die sich gegenseitig so ein bisschen pushen. Ja. So, wir halten uns mal ein bisschen ran. Was gab's noch, Moritz? Markus. Markus hat lange nicht mehr gesagt. Markus. Okay. Markus. Ja, ich, hallo, Markus. Ich habe ja auch manchmal, tue ich ja auch Dinge in der Redaktion, sehr selten. Ich habe mal eben geschaut, wenn man mal die ganzen Podcast-Artikel rauslässt, habe ich drei Artikel veröffentlicht dieses Jahr bei MTB News. Das sind drei Tests gewesen. Einmal den Winterschuh, so ein Physic Artica X5, der doch erstaunlich toller Winterschuh ist. Also der hat mir echt gut gefallen. Verlinke ich mal den Test, den gibt es, glaube ich, jetzt immer noch. Da gibt es noch kein Nachfolgemodell. Also das, was da steht im Test, das gilt. Dann gab es von Sigma Sport einen neuen High-End-Fahrradcomputer. Da kommen ja irgendwie so die Firmen alle paar Jahre mal mit was ganz Neuem um die Ecke. Vor einer Weile war es Wahoo, die den Einstieg gewagt haben, ich glaube 2016. Und jetzt hat Sigma Sport eben auch gesagt, hey, wir bauen auch einen komplett neuen Fahrradcomputer, der ja mal mit so ein paar Konventionen bricht und Dinge anders macht. Und den hatte ich im Test vorab. Der Test ist pünktlich zum Veröffentlichungstermin Produktrelease-Termin auch online gegangen. Das Ding hat mir auch sehr gut gefallen. Er hatte ein paar Kleinigkeiten, aber jetzt keine großen Schwächen, die er sich geleistet hat. Ist schon ein ziemlich rundes Paket, was man da bekommt. Den letzten Test, den ich veröffentlicht hatte, war von der
auch in diesem Jahr neu erschienenen SRAM NX Eagle. Das war sozusagen der ja, die letzte Schaltgruppe der Mountainbike-Gruppen, die noch nicht zwölffach war. Die haben sie jetzt ja, eben auch mit 12 Ritzeln rausgebracht. Wie bei der 11-fach NX gilt hier, dass die Kassette auf normalen 9-10-fach Freilauf, also umgangssprachlich Shimano-Freilauf genannt, passt. Das heißt, man muss jetzt irgendwie kein Laufrad fahren, was diesen XD-Freilauf hat, was jetzt zum Beispiel die Umrüstung doch deutlich vereinfacht. Also man kann einfach ein vorhandenes Laufrad nehmen, die 12-fach-Kassette darauf schieben und ja, einfach 12-fach fahren. Und genau das hatte ich auch gemacht bei dem Testrad, was ich da habe. Habe das Ding ausgiebig auf Herz und Nieren geprüft und ja, Test okay war das Resultat. Das ist einfach eine sehr solide Schaltung. Die ist vielleicht ein paar Gramm schwerer als die nächst teurere Gruppe, die was sind das, die GX. Ja. Aber funktioniert, also funktional gab es überhaupt nichts dran auszusetzen. Schaltet deutlich knackiger als die 11-fach NX. Das ist sofort aufgefallen. Ja, wie gesagt, das Gewicht ist vielleicht so der einzige Schwachpunkt, den sich das Ding leistet. Würde ich auch nochmal verlinken, den Test. Der war auch sehr viel diskutiert. Ich glaube, über 300 Antworten. Durchaus interessant, das auch mal zu lesen, was da von unseren Leserinnen und Lesern kam. Ja, und ansonsten das Highlight in diesem Jahr war sicherlich unser Podcast. Den haben wir ja, ich glaube, inoffiziell die nullte Folge hatten wir im Dezember noch letzten Jahres aufgenommen. Die haben wir aber nicht veröffentlicht. Da haben wir dann einfach nochmal aufgenommen mit komplett anderen Themen. Ich glaube, das wusste bis jetzt keiner. Das ist jetzt hiermit öffentlich, die Information. Ja, und das hat sich ganz gut bewährt. Also wir haben da so ein bisschen unseren Rhythmus gefunden. Es war oft schwer, Termine zu finden, gerade weil Moritz sehr viel unterwegs war mit ja, seinen World Cup-Berichterstattungsreisen. Irgendwie haben wir es dann doch aber so in einem, ich würde sagen, dreiwöchentlichen Rhythmus geschafft. Wir sind jetzt bei Episode 18 nach einem Jahr, das ja dreiwöchentlich. Mal schauen, ob wir das im nächsten Jahr so ein bisschen verkürzen können, die Wartezeit zwischen den Episoden, schön wäre das. Aber es ist einfach, es ist immer so schwierig und es gibt so viel zu tun und ja, wie man so schön sagt, irgendwas ist ja immer. So gesehen bin ich froh, dass wir jetzt 18 Episoden plus die Nullnummer, also sogar 19, geschafft haben in diesem Jahr. Und ja, ich finde, das läuft schon ganz, ganz gut mittlerweile. Was haben wir denn noch? Ich glaube, ich bin durch damit. Ich könnte jetzt hier noch so ein paar Sachen aufzählen, die ich gebaut habe. Wie ihr wisst, kümmere ich mich so ein bisschen um die Technik hinter mtbnews.de. Ja, wenn wir doch mal dabei sind, dann hau das mal hinterher, das ist doch auch spannend. Ja, das sind aber so viele Sachen. Ich habe mir vorhin da muss ich ein bisschen ausholen. Wir haben ein Tool, was wir benutzen oder einige Leute von uns benutzen, das heißt iDoneThis. Da lockt man einfach seine Aufgaben, die man so erledigt hat an einem Tag. Ja, man kann sich Ziele setzen und kann die dann abhaken, wenn man die gemacht hat. Und ich habe mir vorhin mal das alle meine gelockten Tasks runtergeladen von diesem Jahr und das waren bisher 2224 Stück. Und ich dachte, ich lade es mir mal runter, guck mal durch, schreib mir schnell was zusammen, dann kann ich nachher im Podcast was erzählen. Aber 2224 Einträge, das schaffst du einfach nicht, so irgendwie mal in einer Stunde durchzugehen und sinnvoll zusammen zu gruppieren. Deswegen habe ich da jetzt wenig sinnvolle Sachen rausnehmen können. Es gab extrem viele Dinge, die passiert sind. Ganz viele Sachen sind ja so im Hintergrund passiert. Wir haben jetzt gerade in den letzten Wochen sehr viel an der Performance gebaut, der Webseiten. Die laden deutlich schneller. Das sind so Dinge, die merkt man nicht direkt, wenn man es nicht weiß. Sind aber, ja, wie soll man sagen, die stören weniger. Ja, das, darum geht es, also die Reibung möglichst zu verhindern oder zu verringern beim Aufrufen der Seiten. Das sind so wichtige Parameter, um die man sich kümmern muss. Und das war so ein relativ großes Thema jetzt in diesem Jahr. Wir haben viel am Winterpokal gebaut. Ich habe für die Redaktion ganz viele Sachen gemacht, die das Leben erleichtern sollten. Ich hoffe, dass es auch so angenommen wurde. Man macht sich auch gar keine Vorstellung davon, wie aufwendig das ist, irgendwie so einen guten Artikel zu bauen, also auch technisch. Also einerseits eben natürlich inhaltlich, redaktionell ist es super aufwendig, aber auch
dass ein Artikel zum Schluss vernünftig aussieht, ist auch relativ viel Arbeit. Und genau diese Arbeit zu erleichtern, war das Ziel von einigen Dingen, die ich gemacht habe. Da kommen die Redakteure dann auch immer auf mich zu. Oder beziehungsweise zu Tom, und Tom filtert das und gibt es mir dann weiter. Und dann setzen wir so Wünsche auch immer relativ zeitnah um. Da gab es, wie gesagt, eine ganze Menge davon. Ich habe in der Infrastruktur den Automatisierungsgrad erhöht. MTB News ist eine sehr, man würde heutzutage sagen, diversifizierte Website-Infrastruktur. Also wir haben sehr viele verschiedene Dienste, die alle viele verschiedene Technologien einsetzen. Und das alles zu automatisieren, ist auch gar nicht so leicht. Viel ist über die Zeit gewachsen. Da bin ich aber permanent dabei, Sachen zu verbessern. Das war auch dieses Jahr ein relativ großer Punkt. Das hört sich jetzt auch nicht danach an, als ob man davon irgendwie als Leser, als Leserin was merkt. Ist auch meistens so, aber im Falle des Falles, wenn es mal Probleme gibt oder so, dann macht das viele Sachen extrem viel einfacher. Wie einfach mal einen neuen Server irgendwo aufsetzen oder so, das passiert mittlerweile alles fast vollautomatisch, was früher immer Handarbeit war ohne Ende. Im nächsten Jahr gibt es auch noch ein paar Dinge, die kann ich schon mal ankündigen, also die Sachen, die 100% sicher sind und passieren werden. Eigentlich ist es nur eine Sache, die ich hundertprozentig sagen kann, und das ist, dass es eine neue Forensoftware geben wird. Gerade vorhin, kurz bevor wir angefangen haben aufzunehmen, kam eine Mail von dem Hersteller unserer Forensoftware, der den Support für die eingesetzte Version oder das Ende des Supports angekündigt hat. Ende nächsten Jahres wird es keine Updates mehr geben, auch keine Sicherheitsupdates. Das heißt, bis spätestens Ende 2019 werden wir eine neue Forensoftware haben. Das ist die gleiche, vom gleichen Hersteller, die gleiche Software, allerdings in einer Version 2. Die ist komplett neu geschrieben. Die ist deutlich besser auf Mobilgeräten benutzbar. Das ist ja auch ein Kritikpunkt, der immer wieder herangetragen wird. Und ich verstehe den Schmerz. Ich kann ihn nachvollziehen. Mir geht das genauso. Und wir werden Abhilfe schaffen. Das wird auf jeden Fall im nächsten Jahr passieren. Da könnt ihr euch freuen. Da gibt es dann auch so Dinge wie, heutzutage selbstverständliche Dinge wie Emoji-Support. Den haben wir aktuell nicht, weil die Software das nicht unterstützt. Das wird es dann geben. Ich weiß, dass es für ganz viele Leute extrem wichtig ist. Das ist auch der Grund, warum ich das in diesem Jahr im Bikemarkt und im Winterpokal und im Fotoalbum und im Videoalbum und sonst überall nachgerüstet habe, eben nur im Forum noch nicht. Kommt aber. Ich denke, ich mach den Sack mal zu. Ich werde einfach vielleicht zu gegebener Zeit noch mal ein paar Updates geben, vielleicht noch mal ein paar andere Sachen ansprechen, die passiert sind. Ich könnte jetzt hier, wie gesagt, 2224 Punkte aufzählen, aber das hilft euch und mir schlussendlich auch nicht. Es ist auf jeden Fall extrem viel passiert in 2018 und ich bin gespannt auf 2019. Da hast du jetzt aber 3 Fleißpunkte für verdient. Sehr informativ, ja, auf jeden Fall. Ich bin sehr gespannt und ich kann bestätigen, dass es immer nach wenig Arbeit aussieht, aber insgesamt sehr, sehr viel Arbeit immer für Markus ist, dass wir anderen Redakteure im Endeffekt gut und fluffig arbeiten können. Und vielen Dank, Markus, an dieser Stelle dafür. Immer wieder gerne. Zum zweiten Mal, Leute. Ein Applaus für Markus. Das zweite Mal. Ja. So, alle wieder wach? Ja. Gut. Wir sind gleich bei 1,38. Ja, genau. Wir müssen echt jetzt langsam durch. Es gibt noch wahnsinnig viele Mountainbike-technische Highlights, die wir jetzt alle aufzählen könnten. Werdet ihr auch in den nächsten Tagen erfahren auf MTB News. Da blicken wir natürlich auch auf das Jahr zurück. Haben wir noch irgendwelche Neuerwerbungen? Neuerwerbung gab es bei mir ja und auch nein. Und zwar ich gleich gleich auf. Also mein erster Neuerwerb, und das war auch sehr, sehr spaßig und ein lustiger Rückblick eigentlich so in die 2000er. Das waren Konzertkarten für Scooter. Ich war letzten Donnerstag bei Scooter in der Westfalenhalle in Dortmund. Nicht, dass ich jetzt jeden Tag How Much is the Fish und Hyper Hyper hören würde.
Aber es war irgendwie eine ganz nette Zeitreise irgendwie zu früher, denn wenn man sich vorstellt, dass H.P. Baxter, der mit bürgerlichen Namen Hans-Peter Gerdes übrigens heißt, wenn man sich vorstellt, die hatten ein 25-jähriges Bühnenjubiläum und man denkt so, okay, man kann sich schon an die ersten Tracks irgendwie noch erinnern von Scooter und die machen einfach seit 25 Jahren das Gleiche und er springt da oben rum und er kann auch nicht wirklich singen, aber irgendwie ist dann doch sehr viel Party einfach dabei. Und witzigerweise waren tatsächlich, also ich glaube, ich habe keinen unter 30 gesehen dort. Also es waren tatsächlich alle, die so ein 2000er-Revival nochmal haben wollten. So wie bei einem Rammstein-Konzert schlussendlich. Ja, oh, das war jetzt ungefähr. Blasphemie, oder? Ich würde es nicht ganz vergleichen. Ist übrigens auch ein neuer Verb, der, ja, letzten Monat haben wir die Karten erst gekauft für Rammstein dieses Jahr. Das hattest du bei der letzten Episode, glaube ich, sogar. Stimmt, genau, ja. Ja, genau. Also Konzertkarten waren dabei und das Zweite, und ich muss gestehen, ich habe es auch schon wieder verkauft. Ich hatte mir eine Sony Alpha 6300 gekauft und ein Sigma 19mm Objektiv, weil die im Black Friday Angebot bei Amazon sehr, sehr günstig waren, beziehungsweise die Kamera mit 688 mit Kit Objektiv echt sehr gut. Ich habe sie dann diverse Tage hier ausprobiert, habe sie verglichen und ich muss gestehen, dass sie nicht so ganz an meine, ist vielleicht für viele jetzt auch Blasphemie, aber nicht an meine Fuji X100 ranreichte, bildqualitativ, und deswegen habe ich sie bereits wieder veräußert. Genau, ja, das war's so von mir an größeren Sachen. Was gab's bei euch? Moritz? Du, Moritz, ja. Moritz will. Ich habe mir Mario Götze gekauft bei FIFA 2019, was ich jetzt spielen kann, weil ich mir eine Xbox One gekauft habe. Hatte ich irgendwie mal wieder Bock drauf. Vor allem vor dem Hintergrund, dass mir morgen mein Bein aufgesägt wird und ich derzeit nicht Fahrrad fahren kann oder irgendwas machen kann, wo man seinen Körper verbraucht. Das nervt ein bisschen und ich werde jetzt auch die nächsten Wochen nichts machen können. Gesundheit. Ja, Dankeschön. Ja, bitteschön. Ja, deswegen ist mein neuer Erwerb eine Xbox One und FIFA 2019 und Mario Götze. Ein sehr empfehlenswerter Spieler. Sehr gute Passspiel, gute Übersicht, Gesamtwert 82. Guter Kauf. Jo, und Siegtor 2014. Zu der Sache mit deinem Bein fällt mir noch Folgendes ein. Der Gerd Gebauer ist einer von den besten Orthopäden. Und ich habe extra noch mal mit dem gesprochen. Und er hat gesagt, da ist nichts mehr zu machen. Entschuldigung. Scheiße. Oh, was ist mit meinem Profivertrag? Ah, geil. Ja, mit Profi ist natürlich jetzt nichts mehr. Genau. Aber gut, wenn du dein Bein nicht richtig großartig belastest, sagt der Gerd Gebauer, dann hast du da auch weiter keine Probleme. Okay. Kam aber on point jetzt. Ja, ja. Gibt einen Fleißpunkt extra, nicht schlecht. Genau. Sehr gut. Haben wir noch irgendwas zu Pferdewetten? Nee, aber ich habe mir auch Dinge gekauft. Ja, was denn? Ich habe jetzt mal angefangen, da ich irgendwie überhaupt nicht mehr zum Radfahren komme, beziehungsweise irgendwie seit ein paar Wochen nicht mehr motiviert bin. Ich weiß nicht, woran das liegt. Hast du zufällig auch eine Knieverletzung? Nee, manchmal zieht es ein bisschen im Knie. Ich hoffe, das ist nichts Ernstes. Deswegen, da will ich gar nicht. Ich mal, würde ich mal aufschneiden lassen. Ich frage mal den Gerd Gebauer. Habe ich jetzt einfach mal angefangen, als alternative Beschäftigung mich um unsere Garage zu kümmern. Die steht jetzt seit anderthalb Jahren. Und ich habe es bis jetzt noch nicht geschafft, da irgendwie mal Strom reinzuziehen. Und habe Hast du denn eine Pumperbude reingebaut? Nee, ich habe jetzt angefangen, eine Elektrounterverteilung da reinzubauen. So einmal richtig mit Soße und Schaf. Und da habe ich ganz viel Elektrokram gekauft, was man so braucht. Und habe angefangen zu bauen und das wird richtig geil. Und jetzt ist da schon mal Licht und alles drin und Strom habe ich. Und als nächstes werde ich denn jetzt eine ordentliche Werkbank bauen. Da werde ich dann wahrscheinlich auch nochmal zu gegebener Zeit drauf eingehen. Da gibt es dann vielleicht auch mal ein Foto oder so. Ich habe da so eine Idee, wie die aussehen sollen. Und ja, das wird dann vielleicht in den Weihnachtsferien irgendwie eine schöne Aufgabe, die ich erledigen kann. Ansonsten habe ich eigentlich nicht viel gekauft. Das reicht ja auch. Das ganze Elektrozeug ist ganz schön teuer. Beim Pumpen habe ich mir gerade noch dran gedacht. Markus T. Jaschen, das T steht für Boss-Transformation.
fände ich gut. Würde ich ein Foto gerne sehen. In der fertigen Garage dann. Ja. Aber eine gute Werkbank ist wirklich, wirklich gut. Ja. Ich freue mich hier täglich eigentlich über die Werkbank, weil es eine sehr praktische Sache ist. Du hast die ja in deinem Arbeitszimmer direkt drin, ne? Genau, ja. Nee, ich will dann auch ein paar Geräte, ich habe so ein paar Ideen, was ich noch so bauen will. Ein bisschen mit Holz, ein bisschen mit Metall und da werde ich dann die Garage wahrscheinlich als Workshop irgendwie nutzen. Das Auto stand sowieso noch nie in dieser Garage in den ganzen anderthalb Jahren. Das ist noch nicht einmal da drin gewesen. Da stehen halt hauptsächlich Fahrräder und Zeug drin. Und das soll so ein bisschen eine Werkstatt werden. Und ja, mal gucken. Das Projekt nimmt so langsam Form an jetzt mit dem Strom. Das ist schon mal extrem wichtig. Macht sehr viel aus, dass da mal ein paar Steckdosen und ein paar Leuchten drin sind. Freue ich mich auf jeden Fall, dass es vorangeht. Das glaube ich. Cool. Gut, wir kommen langsam zum Ende des Podcasts. Wir haben natürlich wieder Empfehlungen. Und ich fange damit einfach mal an. Ich habe zwei Sachen, die ich empfehlen möchte. Es ist wieder ein Podcast dabei. Und zwar der Podcast Alles gesagt? Fragezeichen von Zeit Online. Da mir sind die Namen ehrlich gesagt gerade entfallen, die den machen. Das ist der Christoph Arment und Jochen. Irgendwie, das sind zwei sehr hohe Personen bei Zeit Online bzw. beim Zeitmagazin. Und die beiden interviewen in nahezu epischer Länge meistens bekannte Leute. Die haben mit einigen Politikern jetzt was gemacht. Ich glaube, mit Katharina Barley haben sie gemacht, mit Christian Lindner. Das war auch ganz interessant, wobei Christian Lindner auch ein spezieller Typ ist. was aber ungleich interessanter war, war das Aktuelle mit Herbert Grönemeyer. Sehr, sehr hörenswert. Also die aktuelle Episode ausgebreitet auf epische 5 Stunden. Und ich habe jetzt echt ein paar Wochen gebraucht, um durchzuhören, weil so viel Zeit hat man einfach nicht. Unter anderem, und das war tatsächlich ein sehr schöner Bruch einfach auch im Niveau. Ich habe es auf Hin- und Rückweg zum Scooter-Konzert nach Dortmund gehört. Und das Ganze passte zwar irgendwie zum Thema Ruhrpott, aber mit der Musik hatte es dann echt, das war ein ziemlicher Bruch von Herbert Grönemeyer zu Scooter zu Herbert Grönemeyer wieder zurück. Aber ja, also wer wirklich mal länger Zeit hat und sich eine schöne Folge anhören will, dass die essen meistens dann was und trinken ein Weinchen dazu oder ein Bier und sind halt einfach ein paar Stunden beschäftigt und da sind ein paar coole Folgen mittlerweile dabei. Also das ist so meine erste Empfehlung. Meine zweite Empfehlung ist das aktuelle Video von Jordi Lann, dem volltätowierten Kanadier, ich glaube, es ist Kanadier. Und der hat mit Rough as Fuck 3, um es mal so ausgeschrieben zu sprechen, ein komplett abgedrehtes Video, was eine interessante Mixtur aus New School und Old School Freeride Mountainbiken ist, abgeliefert. Und die meisten Leute feiern es ab. Es ist völlig größenwahnsinnig stellenweise und wirklich heftige Stunts garniert mit wirklich guten Tricks, also ein Video, was man so gar nicht mehr so oft sieht und von daher meine Empfehlung. Verlinken wir natürlich beides in den Shownotes. Ja, wenn Jordi Lann eine Band wäre, dann wäre es Scooter. Ja, doch, das passt gut, ja. Ja. Oder die apokalyptischen Reiter, das würde auch gut passen. Hauptsache stumpf. Absolut. Ne. Gut, so. Ich habe auch noch 2 Empfehlungen. Erstens, ja. Mario Götze bei FIFA 2019. Zweitens, ein Video, was gestern bei uns online gegangen ist. Eigentlich gar nichts weltbewegend. Ist jetzt auch nicht so krass wie das Video von Jordi Lann oder wem auch immer. Aber genauso stumpf. Nee, eigentlich gar nicht. Welches Video meinst du denn? Okay, nee, das nicht. Sondern das Video über Alf. Das fand ich echt cool. Ach so, ja, das war geil. Ja. So ein Typ, der gerne Fahrrad fährt im Trail Center, hat er vor 12 Jahren mit angefangen. Nachdem er eine schwere Krankheit überwunden hat, hat sich gedacht, ja, so ein bisschen Fahrradfahren ist ja sicherlich ganz gut für die Gesundheit und jetzt geht er halt ganz gerne Fahrradfahren. Und die Leute, die 10 Jahre jünger sind, die sind natürlich viel besser als er, aber es macht ihm trotzdem Spaß. Das Coole an der Sache ist, Alf hat im Alter von 70 Jahren mit dem Mountainbiken angefangen, ist jetzt 82 Jahre alt und fährt halt echt gut Mountainbike und
tritt aus eigener Kraft hoch, fährt kein E-Bike, sondern ein ganz normales Mountainbike. Und fernab jeglicher... Das ist halt Biobike. Ja, ist halt auch so vollkommen losgelöst von Downcountry oder Laufradgrößen oder dem oder einer elektronischen Schaltung oder was auch immer, so den ganzen Innovationen, die ja sicherlich alle auch cool sind und wichtig für unsere Sportart sind, aber im Kern geht es halt darum, einfach Fahrrad zu fahren und dabei Spaß zu haben. Und ich finde, das hat eher besser rübergebracht als die meisten anderen Leute in Videos, die dieses Jahr rausgekommen sind. Also ist so ein ganz schöner Reality-Check, worum geht's eigentlich, sollte man sich anschauen, ist eine inspirierende Geschichte und macht einfach Spaß anzuschauen. Das stimmt, ja. Das kann ich unterschreiben. Auf jeden Fall, ich fand's auch geil. Markus? Ja, ich, ich empfehle YouTube-Videos, YouTube-Kanäle. Ich bin ja nicht so der Videomensch, weil ich das größtenteils für Zeitverschwendung halte. Von Bibi zu letzte Woche hast du dieses YouTube entdeckt. Aber genau, ich habe jetzt YouTube entdeckt und voll geflasht und vergeude jetzt sehr viel Zeit damit. Genau das, bevor ich mich immer gefürchtet habe. So im Zuge mit meinen Plänen, was so Werkbank bauen und so weiter betrifft, habe ich einfach mal geguckt, wie andere Leute das so machen, was die für Ideen haben und bin dann so hängen geblieben, bin von einem YouTube-Kanal zum nächsten gesprungen und finde das einfach so geil, was Leute zu Hause heimwerken, wie sie mit Holz umgehen, wie sie mit Metall umgehen können, wie sie coole Sachen bauen, wie sie Sachen reparieren. Da würde ich einfach mal in den Shownotes ein paar Kanäle verlinken. Kann man sich mal durchgucken, das ist schon echt beeindruckend und für mich war das so ein Blick über den Tellerrand, der sich echt gelohnt hat. Und das ist eigentlich alles, was ich dazu sagen kann. Es gibt großartige Dinge da draußen im Internet. Auch jenseits des Mountainbikens. Gut. Dann sag ganz kurz noch jeweils in einem Satz mit maximal 140 Zeichen, wie war das Bier? Super gut, hatte ich ja schon gesagt. Ich hatte das Hip-Hop-Doppelbock von der Einsiedler Brauerei in Chemnitz. Das waren jetzt 140 Zeichen. Ist Hannes, du bist echt cooles. Hey, ja, man da. Hallo, Klappe. Twitter hat jetzt 280 Zeichen. Stimmt, siehst du? Okay. War ein super cooles Bier. Das hat ganz röstig, malzig geschmeckt. Man hat die 7,6% Alkoholgehalt nicht gemerkt. Also das war ziemlich süffig. Alles in allem so ein super rundes Bier, so fruchtig hinten raus, also einfach richtig geil, also ganz toll. Ja, das Problem ist, das gibt's irgendwie nicht mehr bei der Brauerei, es ist nicht mehr gelistet. Ich hatte das mal von meiner, ihr werdet es wissen, von meiner Schwägerin bekommen. Deine Schwägerin. Danke, Schwägerin. Das ist irgendwie ausgelistet in der Brauerei, schade, hätte ich gern nochmal getrunken. Die hätten wir eigentlich bei bester Service des Jahres listen müssen, oder? Schön. Ja, das wäre wirklich gut gewesen. Ja, mein Bier war warm, kirschig und mal was anderes, was man definitiv nur zur Weihnachtszeit trinken sollte oder wenn es draußen wirklich kalt ist, ist aber tatsächlich eine sehr, sehr leckere Sache mal für diese Zeit, ja. Mein Bier war klassisch. Kann man, kann man nicht mehr sagen. Und zum Abschluss, Augustiner Helles, das geht immer. Ja, geht immer zu jeder Tageszeit. Perfekt. Zu jedem Anlass. Auch perfekt. Ja. Auch für OPs geeignet. Kann ich nur empfehlen. Man kann Kaffeemaschinen damit spülen und alles. Ja. Gut, vielleicht noch zum Abschluss. Auch wenn wir schon längst zum Abschluss hätten kommen müssen. Habt ihr irgendwelche Vorsätze fürs nächste Jahr? Weil wir hören uns gerade das letzte Mal in 2018. Irgendwas, was ihr anders machen wollt nächstes Jahr? Was nehmt ihr euch vor? Persönliche Ziele? KOMs, die ihr holen wollt? Laufradgrößen, die ihr ausprobieren wollt? Also ich werde bei 29 bleiben auf jeden Fall. Ich werde mir, so wie es aussieht, jetzt über den Winter ein brandneues Fahrrad, oder größtenteils neues Fahrrad aufbauen. Da wird noch nicht verraten, was da kommt. Aber es geht in die Richtung Downcountry vermutlich. Da wird es ein cooles Rad geben wahrscheinlich. Ansonsten hoffe ich natürlich, dass ich nächstes Jahr mehr fahre als dieses Jahr. Ich hatte dieses Jahr viel mit
wenig Zeit zu kämpfen und irgendwie viel krank sein. Und deswegen hoffe ich, dass es nächstes Jahr ein bisschen besser wird. Und ja, ich fürchte, eigentlich müssen nächstes Jahr auch dann die 400-Kilometer-Runden irgendwie dran glauben. Wenn ich heute 300 hatte, aktuell erhöhe ich jedes Jahr auf 100 Kilometer. Ich bin mal gespannt, wie lange ich das schaffe. Dann fuhr er seine 8700 Kilometer Runde. Genau. Ich möchte ganz bevor wir das Ganze beenden, wollte ich ganz kurz noch für dich, lieber Markus, noch einen YouTube-Channel-Tipp. Der Typ heißt Jörg Sprave und der hat den sogenannten Slingshot-Channel und der baut Holzschleudern. Und das ist sehr abgefahren. Der hat 2 Millionen Abonnenten, die meisten hat irgendwie aus den USA, weil der völlig irre Maschinengewehr-Schleudern baut und Eigenkreationen, riesengroße, völlig bekloppte Teile. Und ja, da du jetzt ja so auf YouTube stehst, der Slingshot-Channel ist notiert. Der Typ ist komplett wahnsinnig. Und der macht viele, viele lustige Sachen, baut auch Sachen aus Filmen nach und so. Ja. Genau, das dazu noch. Guck und genau, so, Moritz, deine Vorsätze. Mein Vorsatz ist eigentlich, dass ich jetzt möglichst schnell ganz gerne wieder fit werden würde. Also gesund bleiben, definitiv Hauptvorsatz, ja. Naja, gesund bin ich gerade nicht. Nee, aber deswegen gesund ist mein, ja, deswegen ist mein Vorsatz, beziehungsweise hoffentlich der Vorsatz des Orthopäden, der mich morgen operiert, dass ich wieder gesund werde. Und dann wird es wahrscheinlich Februar sein, bis ich wieder Fahrrad fahren kann. Dann reicht es auch, weil ich jetzt seit Mitte Oktober nicht mehr auf dem Fahrrad war. Und dann freue ich mich erstens einfach wahnsinnig drauf, wieder Mountainbiken zu gehen. Da juckt es mir jetzt schon in den Fingern und den Beinen und im Rest des Körpers. Zweitens werde ich nächstes Jahr auch mal dieses Rennradfahren ausprobieren oder Gravelbiken oder Road oder was auch immer. Mal gucken. Freue ich mich jedenfalls auch schon drauf. Also die beiden Sachen sind so meine Mountainbike-bezogenen Vorsätze. Rennradfahren ist dein Mountainbike-bezogen, sehr geil. Ich glaube, da klinke ich mich gleich ein. Ich habe nämlich auch einen Rennradvorsatz. Hannes hat es erwähnt, der will 400 Kilometer fahren. So hoch, glaube ich, würde ich es nicht ansetzen, aber ich will erstmal seine 300, was immer er hatte, Kilometer, 308 Kilometer übertrumpfen. Das geht ja nicht, bist dass du er doch da, schon, oder nicht? Dass er da, nee, ich habe, meins ist bei 303 Kilometer, mein. Ach so. Ja. Aber das möchte ich übertreffen. Du warst mein Antrieb, damals 300 zu fahren. Ja, siehst du, dass du bist es 308 jetzt, wurden, war ein Zufall. Du bist jetzt mein Antrieb, mehr als 308 zu fahren. Da habe ich mir schon eine geile Strecke rausgesucht. Werde ich irgendwie angehen. Ich hoffe, ja, sobald es irgendwie warm wird und ich halbwegs fit bin, dass das klappt. Ansonsten, war vielleicht schon alles. Ich hoffe, dass ich im nächsten Jahr nicht ganz so oft meine Abende im Garten mit Beregnen von Rasen und anderen Dingen verbringen muss und dass es einfach mal ein bisschen mehr regnet. Es muss jetzt nicht so wie der vorletzte Sommer sein, aber es muss jetzt auch nicht nur 5 Regentage zwischen April und Oktober geben. Das war dieses Jahr extrem und das wünsche ich mir, dass es besser wird. Und ansonsten natürlich an allererster Stelle gesund bleiben. Das ist einfach das Wichtigste. Da denke ich mal, je älter man wird, desto mehr kann man das schätzen. Und das ist einfach mein größter Wunsch und mein Vorsatz für 2019. Gut. Ich würde sagen, mit diesen vernünftigen Worten verabschieden wir uns in die Weihnachtszeit und ins neue Jahr. Würde ich auch sagen. Wir wünschen euch ein... Ja. Ja. Was? Ja. Ja. Willst du weitermachen? Gutes Fest und so, ne? Ja. Bis bald. Was für ein holpriger Abgang. Das ist auch schon wieder Rekord. Furchtbar. Ja. Wir können dann immer starten. Moritz, fang mal an. Ich hatte gerade überlegt, ob ich mein Mikrofon so wegschlagen soll, wie ich gemerkt habe, dass ich mit dem Laptop aufzeichne. Das heißt, ich müsste jetzt hier voll mit der Faust ins Display reinschlagen. Ja. Wir wünschen euch, lieben... Können wir nochmal anfangen? Liebe Liebenden. Liebe Liebenden. Ja, wir wünschen euch natürlich eine schöne Weihnachtszeit mit euren Liebsten. Wir wünschen euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleibt gesund. Fahrt zwischen den Jahren ordentlich Fahrrad. Ist eigentlich auch eine sehr, sehr gute Zeit, um ordentlich Höhenmeter zu machen und die Stille im Wald zu genießen. Und dann hören wir uns nächstes Jahr wieder, oder? Hören wir uns nächstes Jahr wieder? Wir hören uns nächstes Jahr wieder. Absolut. Natürlich. Ich freue mich, dass wir so viele Hörerinnen und Hörer gewonnen haben in diesem Jahr. Und ich wünsche mir, dass das noch mehr werden. Und
Freue mich auch ganz doll auf die nächste Episode in 2019. Schreibt uns doch ganz gerne noch in die Kommentare rein, wie es euch gefallen hat. So unser erstes Podcast-Jahr. Wir sind ja scheinbar in eine ganz gute Spur irgendwie reingesprungen. Die Podcasts kamen dieses Jahr irgendwie ganz gut wieder rein. Was wir besser machen können, was ihr gut fandet, Lob und Kritik und alles Mögliche. Und Moritz, dir wünsche ich eine gute OP, dass die top verläuft und du bald wieder aufs Land kommst. Und ja, auch von mir schöne Weihnachten und guten Rutsch und so. So ist es. Bis dann. In diesem Sinne, mach's gut. Alles Gute auch beruflich. Also dann, habt Spaß. Bis bald. Alles klar, ciao.